Tagen, bis wir nicht niemand sehen, sozusagen. Genau, wir sehen die ReferentInnen heute, aber es gibt natürlich die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Da komme ich aber auch gleich noch zu. Genau. So, dann würde ich jetzt aber auch den Anfang machen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte, liebe Gäste, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Henrik Werner, ich bin Sprecher des Kreisverbands Gifhorn von Bündnis 90 Die Grünen und wir freuen uns wirklich sehr auf diesen heutigen Abend. Ich muss sagen, ich persönlich freue mich schon seit Wochen auf diesen Abend, weil wir es schon so lange im Voraus geplant haben. Und auch wenn wir es heute mit sehr emotionalen Themen zum Teil zu tun haben und natürlich auch mit einem Thema, bei dem sehr viel Handlung Bedarf auf allen Seiten besteht. Aber genau deshalb ist es auch wichtig, dass wir darüber heute reden und genau das werden wir auch tun. Ich begrüße deshalb ganz herzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch unsere überaus tollen ReferentInnen, angefangen mit Hila Sezgin, unter anderem Philosophin und Autorin des Bestsellers Artgerecht ist nur die Freiheit. Und über unseren Umgang mit Tieren sagt sie unter anderem, irgendwie stecken wir in einer Sackgasse, weil das, was derzeit offenbar legal ist oder am Rande der Legalität als Routine geduldet wird, so gar nicht unseren moralischen Vorstellungen und unserem Bild von einer zivilisierten Gesellschaft entspricht. Ich begrüße zudem Pascal Schrader, Biolandwirt Hallo. sowie Halter von Galloway-Rindern und Vertreter der ganzjährigen Weide- und Ammenkuhhaltung. So sagt er unter anderem, lasst uns Fleisch essen zu etwas Besonderem machen. Und zuletzt begrüße ich natürlich auch Miriam Staute, Mitglied des Landtags Niedersachsen und agrarpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, ein paar technische Hinweise, wie schon von Hilal angekündigt. Es gibt natürlich die Möglichkeit für alle Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen zu stellen. Das geht unten über das F- und A-Symbol. Ihr und sie könnt dort Fragen stellen. Falls die Frage an irgendeine bestimmte Person gerichtet ist, dann schreibt das bitte dazu. Wir werden dann zu gegebener Zeit natürlich die Fragen auch einbringen. Ich habe meinen Ehemann Sebastian dazu gezwungen, im Hintergrund so ein bisschen mitzulesen und mitzuschreiben. Und er wird die Fragen, ich werde ihn dann später aufrufen und er wird die Fragen dann auch einbringen. Bevor wir anfangen, möchte ich aber noch das Wort an die Landwirtinnen und Landwirte unter den ZuhörerInnen richten, die mich bereits im Vorfeld schriftlich oder auch telefonisch kontaktiert haben, dass sie heute auch gerne gesprochen haben. Dazu möchte ich nur ganz klar sagen, dass das heute natürlich keine abschließende Runde ist, mit der bereits alles gesagt ist. Wir beleuchten heute eher die ethischen Fragestellungen der Tierhaltung, aber mir ist es natürlich ein ganz besonderes Anliegen, dass wir mit allen Seiten ins Gespräch kommen und auch im Gespräch bleiben. Und es sind natürlich auch schon sehr erfreuliche Gespräche, unter anderem auch mit Landschaft Verbindung hier im Landkreis erfolgt. Alle an einen Tisch bringen, miteinander reden und möglichst viele mitnehmen, das wäre mein Wunsch, denn gemeinsam erreichen wir sicherlich am meisten, gerade auch bei diesem Thema und dafür möchten wir heute den Anfang machen. Ja, zurück zu der Veranstaltung kommen möchten oder müssen wir gleich am Anfang feststellen, leider, dass wir neue Ereignisse haben, die wir heute auch nicht unterschlagen sollten. Fortlaufende und jüngste Aufdeckung, unter anderem der Soko Tierschutz, haben uns gezeigt und auch der Großbrand einer Schweinezuchtanlage in Alt-Tellin, bei der Zehntausende Schweine ums Leben gekommen sind, sprich verbrannt sind, oder auch Hunderttausende Tiere, die schlecht versorgt und eng zusammengepfercht auf einem Frachter im Suezkanal feststecken, führen uns den dringenden Handlungsbedarf bei diesem heutigen Thema vor Augen. Andererseits stehen die Landwirtinnen und Landwirte, sehen sich auch mit großen Anforderungen konfrontiert, die sie im aktuellen System kaum noch erfüllen können. Sie stehen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand und immer mehr landwirtschaftliche Betriebe müssen aufgeben. Ja, und selbst der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kommt in seinem Gutachten aus dem Jahr 2015 zu dem Schluss, und da zitiere ich jetzt: In vielen der gängigen Tierhaltungssysteme besteht ein hohes Risiko für das Auftreten von Schmerzen, Leiden und Schäden für die Tiere, vor allem in der Schweine- und Geflügelhaltung sowie intensiven Rindermast, aber auch in Teilen der Milchviehhaltung. Vorherrschende Systeme, so der WBA, setzen für ihre ungestörte Funktion vielfach schmerzhafte Eingriffe am Tier voraus oder drohen, die Anpassungsfähigkeit der Tiere zu überfordern. In der Folge ist ein zum Teil hohes Ausmaß an Verhaltens- und Gesundheitsstörungen der Nutztiere zu verzeichnen, die in vielen Fällen aus der
aus den Beschränkungen der Möglichkeit, artgemäßes Verhalten und einem verbesserungsfähigen Management resultieren. Vielfach sind die Chancen, so der WBA, der Nutztiere positive Emotionen zu erleben, gering, und zusammenfassend stellt der wissenschaftliche Beirat fest, viele der derzeitigen Haltungsbedingungen sind in weiten Teilen nicht tiergerecht. Und sie kommen auch zu dem Schluss, dass die Nutztierhaltung ihre gesellschaftliche Akzeptanz immer mehr verliert und in ihrer gegenwärtigen Form nicht zukunftsfähig sei. Also das war jetzt sehr nüchtern und das war auch zitiert vom wissenschaftlichen Beirat, deshalb muss das auch so klingen. Aber wir wollen nun den Anfang mit einem Vortrag von Hilal Sezgin machen und danach in die Diskussion einsteigen. Artgerecht ist nur die Freiheit, ist natürlich ein sehr klares Statement, aber was bedeutet eigentlich Freiheit? Haben Tiere eigentlich Rechte und wenn ja, welche? Mit diesen einleitenden Fragen gebe ich nun das Wort ab an Hilal Sezgin. Du hast das Wort. Danke sehr. Ja, ich muss zugeben, als du eben diese Sätze vorgelesen hast, da habe ich schon gleich gedacht, ach Mist, ich habe das alles falsch konzipiert, weil zum Beispiel ist da in diesem wissenschaftlichen Papier von Nutztieren die Rede und das ist ja eine Kategorie, die ich sehr stark kritisiere. Also Nutztiere nennen Menschen diejenigen Tiere, die sie nutzen wollen, ausnutzen, benutzen, töten, essen, sich selber unterwerfen. Ja? Es ist keine vom Himmel gefallene Kategorie, sie wird nicht von der Biologie vorgegeben, sondern sie ist eine gesellschaftliche Prägung, die ich eben kritisiere. Dann ging es darum, ja, in vielen Haltungssystemen haben Tiere Schmerzen. Ja, das stimmt ja sowieso, aber jeden, den man essen will, muss man vorher töten. Das ist ein gewaltsamer Tod. Also ich finde es immer schade, wenn wir immer nur über Schmerzen reden. Das ist schlimm genug, ja. Aber es ist doch nicht so, dass ein Tier, was halbwegs schmerzfrei gelebt hätte, danach sagt, oh ja, und jetzt schlag mir den Kopf ab, du kannst mich in die Wurst stecken. Ja? Es bleibt ein gewaltsamer Tod. Und ich will, dass wir über diese grundsätzlichen Fragen nachdenken. Es war auch die Rede vom Management. Und ich finde eben, Tiere gehören nicht gemanagt. Also auch andere Menschen gehören nicht gemanagt. Natürlich muss man Gesundheitsfragen insgesamt managen. Aber Tierleben sind eben eigene Leben, Leben von Individuen. Und sie dürfen nicht einfach benutzt werden und nicht unterworfen werden. Und in dem Sinne, wenn man mich jetzt fragt, die Tierhaltung der Zukunft, wie sieht die aus? Dann würde ich sagen, okay, man kann sagen, Dystopie ist hier, realistische Prognose da und politische Vision irgendwo anders. Und ich würde eben mich jetzt mal an die politische Vision halten und sagen, die Tierhaltung der Zukunft wäre ganz anders und gar keine Haltung mehr. In dem Sinne, dass wir Tiere, also wie heute, gegen ihren Willen irgendwo hinbringen, dass wir sie einsperren, dass wir ihnen die Kinder wegnehmen, dass wir ihnen Samen injizieren, dass wir bestimmte Tiere züchten und andere verwerfen, dass wir beschließen, nach 6 Monaten bist du dick genug, damit ich dich schlachten kann. Das ist ja heute Haltung und ich glaube, das sollten wir überhaupt nicht mehr machen. Das Eigentumsverhältnis, das momentan zwischen uns und anderen Tieren herrscht, sollte meiner Meinung nach komplett abgeschafft werden, weil es dafür keine Rechtfertigung gibt. Wir würden stattdessen mit Tieren zusammenleben. Und das natürlich in ganz verschiedenen Kategorien. Also wir würden uns die Erde mit Wildtieren teilen, die wir dann nicht bejagen würden. Oder wir würden versuchen, ihnen Raum auf dieser Erde mehr einzuräumen als jetzt. Es gibt auch Tiere, die werden einfach an uns gewöhnt. Die würden da irgendwo rumlaufen, hätten halt keine Angst. Wir müssen nicht jedes Tier toll finden. Uns muss auch nicht jedes Tier toll finden. Wir leben einfach nur hier. Und dann gäbe es natürlich auch Tiere, die mit uns befreundet wären. Sowas wie Haustiere heute. Aber es wäre insgesamt unter ganz anderen Vorzeichen, eben nicht mehr unter Vorzeichen von Unterwerfung und Eigentum. Ja. Das heißt, es geht eher um Freundschaft und Gemeinschaft und nicht ums Nutzen. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, diese Gegenüberstellung von Freundschaft und Nutzen, ich meine, die Tiere haben ja auch was davon und der Freundschaft nutzt man ja auch Menschen. An dieser Stelle werden ehrlich gesagt Fleischesser und Tierhalter ganz gerne so ein bisschen spitzfindig und sagen, dass Freundschaft und Nutzen zueinander übergehen. Das ist in der Philosophie so ein Problem, was so auch Kant aufgeworfen hat, dass man sagt, ja, man soll den anderen nicht nur zu den eigenen Zwecken benutzen, sondern eben auch als Zweck an sich betrachten. Das ist gemein. Natürlich benutzen wir auch andere oder wir haben einen Nutzen davon, wenn ein Freund uns eine tolle Geschichte erzählt. Trotzdem wissen wir ganz genau, was es heißt, dass wir den anderen als Zweck an sich achten, als Individuum für sich selber. Der Freund bezieht seinen Lebenswert nicht daraus, dass er mir tolle Geschichten erzählt und ein Schwein hat seinen Lebenswert nicht darin, dass es später auf irgendeinem Grill liegt. Ja? Das ist gemeint. Und ich möchte noch einem anderen oder ein Problem vielleicht gleich mal ein bisschen vorbeugen. Man denkt dann, man sucht dann gerne diese Diskussion nach so, wie soll ich sagen, nach so Ausflüchten, dass man sagt, naja gut, aber die Menschen haben doch immer Tiere gegessen. Oder was sollen denn die Inuit essen? Da gibt es ja nur Robben. Oder die Maasai, da gibt es dann nur Rinder oder so.
ich rede nicht zu den Inuit, ich rede auch nicht zu den Maasai und auch nicht zu Menschen der Steinzeit, sondern lass uns über das Heute reden. Ja? Also Politik und auch Ethik gestalten das Heute. Und wir fragen, was sollten wir heute tun? Wir heute brauchen keine Tiere zu essen, wir brauchen sie nicht zu töten, wir brauchen sie nicht einzusperren. Und ich finde, sie haben deswegen auch das Recht, dass wir ihnen das nicht antun. Und jetzt komme ich zu der Frage, was sind denn eigentlich Tierrechte? Was haben Tiere überhaupt Rechte? Also in unserer Verfassung eigentlich nicht. Wir haben zwar Tierschutzgesetze und wir haben auch angeblich sowas wie das Staatsziel Tierschutz, aber eigentlich sind hier die Tierschutzgesetze nur so Grenzen für die ziemlich totale Nutzung von Tieren. Ja? Also eine Gesellschaft, die erlaubt, dass man Tiere tötet, um sie zu essen. Oder weil es Spaß macht, zu sehen, wie ein Fuchs im Sprung zusammenzuckt und dann stirbt. Oder wo man Tiere einsperren und im Zoo angucken kann. Eine solche Gesellschaft hat keine Tierrechte. Ja? Es gibt ein paar Gesetze, die den Umgang mit dem Tier regeln, also die manchen Umgang auch sogar fördern, im positiven Sinne regeln, andere Sachen verbietet, aber es gibt keine Tierrechte. Also auch in Sklavereigesellschaften gab es immer irgendwelche Gesetze, die verboten haben, dass man mit Menschensklaven jetzt das oder das macht. Das sind aber keine Menschenrechte. Ja? Und in diesem Sinn haben wir heute auch noch keine Tierrechte. Tierrechte sind die Rechte von Individuen. Das ist mir sehr wichtig, weil es geht jetzt nicht um Artenschutz. Es geht nicht um den besonders super seltenen So-und-So-Käfer oder irgendeinen exotischen, keine Ahnung, Säugetier in irgendeinem anderen Kontinent. Übrigens, es geht auch nicht um den Wolf. Ja? So viele Leute und auch bei den Grünen reden gerne über den Wolf. Und neulich wurden ja auch zwei Wolfswelpen erschossen. Und das ist natürlich ein Skandal, wenn Jäger sich sogar über bestehende Gesetze hinwegsetzen und dann auch sogar noch Wolfswelpen töten. Es ist aber auch ein Skandal, dass sie die anderen Tiere töten. Und ich finde, es hat einfach überhaupt keinen Sinn. Es ist ein bisschen, also irgendwas zwischen niedlich und albern, ehrlich gesagt. Wenn man sich über das Erschießen von zwei Wolfswelpen aufregt, während die ganze Zeit um uns herum Millionen von Tieren vollkommen legal und sogar mit staatlicher Subventionierung getötet werden. Kälber sind ja auch Tierkinder. Masthühner sind auch noch nicht ausgewachsen. Die Schweine, die zum Schlachthof kommen, die sind auch nicht ausgewachsen. Das sind alles juvenile Tiere. Die würden alle gerne leben, genauso gern wie die Wolfswelpen. Und ich denke, sie haben genauso ein Recht auf dieses Leben wie all die anderen und übrigens auch wie wir. Warum eigentlich? Wir unterscheiden uns ja, wir betonen ja gern, was wir alles können und so. Bewusstsein, Intelligenz und Kultur und so weiter. Nun, Tiere haben auch Intelligenz, sie haben auch Bewusstsein, sie haben auch Empfindungen. Ich rede jetzt zumindest mal von den Wirbeltieren, dazu zählen also Säugetiere, Fische, Vögel. Insekten sind sicher ein bisschen schwieriger Fall, das ist eben so in der Biologie. Die Biologie hat das nicht mit Schubladen erfunden, sondern das ist alles so langsam auseinander erwachsen. Ja? Aber bei Wirbeltieren gibt es einfach keinen begründeten Zweifel daran, dass das Wirbeltiere etwas empfinden und dass sie ein Bewusstsein haben. Bewusstsein heißt nicht, dass man wahnsinnig tolle philosophische Vorträge drüber halten kann oder dass man Gedichte drüber schreiben kann. Das ist nicht nötig. Man darf nicht die Messlatte zu hoch hängen, ja, oder irgendwo hinhängen, wo der Mensch sie gerne hat, sondern Tiere haben, das ist auch der Evolution geschuldet, eine Intelligenz, die ihrem Leben angemessen ist, ihrem Lebensraum und eine Intelligenz, die ihnen hilft, Lösungen für die Lebensprobleme zu finden, die sich bei ihnen halt stellen. Und zum Beispiel hat mal der Francione, das ist ein bekannter Tierrechtler, hat gesagt, also ich muss das jetzt ein bisschen variieren, weil ich nicht mehr weiß, wie er es genau gesagt hat, aber ja, das mag sein, dass irgendwie ein Hund nicht irgendwie die Wurzel aus, jetzt weiß ich es auch nicht, 25 ziehen kann, aber ich kann auch nicht den Geruch meines Nachbarn am Urin im Baum erkennen. Ja? Es gibt einfach verschiedene Kapazitäten und man darf die anderen Tiere nicht einfach nur an uns messen. Die Fische zum Beispiel, die ich erwähnt habe, oder viele Fische haben erstaunliche mentale Fähigkeiten, gerade was Kartenlesen und ja, so mentales Mapping angeht, was mir zum Beispiel vollkommen abgeht, was jeder weiß, der mal versucht hat, sich mit mir irgendwo zu verabreden. Aber Fische kommen uns eben so fremd vor, weil wir können ihre Gesichter nicht verstehen, wir können ihre Mimik nicht lesen. Es ist aber egal, ob sie so aussehen wie wir, ob sie sich so verhalten wie wir. Zentral ist, dass sie bewusste Empfindungen haben und dadurch sind sie das Zentrum ihres Lebens. Das, was um sie herum ist, ist wertvoll für sie. Es ist jemand dort. Deswegen sagt man oft in der Tierrechtsbewegung, jemand, nicht etwas. Und was das bedeutet, auch moralisch, weiß eigentlich jeder von uns. Weil wenn zum Beispiel jemand in einem Wutanfall einen Stuhl vertritt oder so, dann sagen wir es immer, ein bisschen unbeherrscht, oder?
Aber wenn jemand in einen Wutanfall einen Hund tritt oder eine Katze, dann sagst du, spinnst du, das tut doch weh. Ja? Da ist jemand da, für den das Schmerz ist. Bei dem anderen gibt es nur den Besitzer des Stuhls oder weil es einfach blöd ist zu sehen, wie Leute irgendwie schlechte Laune haben. So, ich sagte, ein Individuum, für das Dinge oder ja, Erlebnisse oder auch Elemente der Umgebung gut oder schlecht sind. Das hat nochmal nichts mit dem Artenschutz zu tun. Das ist völlig egal, was hier häufig vorkommt oder weniger häufig. Wir Menschen sind auch nicht weniger wert geworden, seitdem unsere Bevölkerungszahl die 7-Milliarden-Grenze erreicht hat. Ja? Damals, als es nur 40.000 Homo sapiens gab, waren wir nicht mehr wert. Heute sind wir nicht weniger wert. Das ist vollkommen irrelevant. Ja? Jedes Individuum bezieht seinen Wert aus dem Wert für sich, ja? Aus dem Erlebnis und Vollzug seines eigenen Lebens. Was Tiernutzer gerne gegen so eine, also gut, ich vertrete jetzt die These, dass Individuen leben wollen und dass auch das Recht haben zu leben, so wie wir auch das andere Individuen haben, ist so wie wir eben auch. Man darf ihnen nicht einfach Schaden zufügen, man darf sie auch nicht einfach einsperren, man darf sie nicht am Vollzug ihres eigenen Lebens hindern. Tiernutzer sagen dann gerne, ja, aber in der Natur wird ja auch immer gestorben und so. Hm? Also irgendwann stirbt das Tier eh. Ja? Das ist richtig. Also damit soll irgendwie so suggeriert werden, dass wir Veganer und Tierrechtler so ein bisschen naiv sind, weil wir nicht verstehen, dass der Tod zum Leben gehört. Aber glaubt uns, wir verstehen das. Es ist nur so, der Zahnschmerz gehört auch zum Leben. Ja? Es gibt Zahnschmerzen. Man darf aber nicht jemand foltern und ihn absichtlich den Zahn rausziehen. Ja? Oder im Gebirge gibt es Steinschläge. Ja? Ich darf mich aber nicht auf den Balkon stellen und jemand anders einen Stein auf den Kopf schmeißen und sagen, könnte dir beim Wandern auch passieren können. Ja? Es gibt einen Unterschied dazwischen, ob in der Natur Dinge vorkommen oder ob wir bewusst Handelnde sie anderen willkürlich zufügen. Und der Bereich des Moralischen und Politischen regelt zunächst einmal nicht nur, aber zunächst einmal diese Sachen. Was dürfen wir einander antun? Und das dürfen wir einander eben nicht antun. Wir dürfen es Tieren auch nicht antun. Wir dürfen nicht ihr Leben vorzeitig beenden. Wir dürfen sie nicht einsperren, nicht willkürlich behandeln, nicht folterähnlichen Bedingungen unterwerfen und so weiter. Ich muss immer so unauffällig auf die Uhr schauen. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also es war so gebeten, ich so ungefähr eine Viertelstunde reden und ich würde jetzt auch tatsächlich schon zum Schluss kommen. Die Rechte, die ich meine, sind nicht nur das Recht auf ein bisschen Stroh, ja, sondern auf Freiheit. Warum Freiheit, hat Henrik vorhin gesagt. Nun, weil Freiheit für ein willensbegabtes Wesen, ja, und Tiere haben einen Willen, anders würden sie sich als könnten sie sich gar nicht durch die Welt bewegen. Ja? Sie wollen dies tun, sie wollen dorthin gehen, sie haben Hunger, sie möchten aber das und das machen. Diesen Willen dürfen wir nicht einfach abschneiden. Und wir können es auch nicht ersetzen. Wir können ein vollständiges Leben, einem bewussten, empfindungsfähigen, willensbegabten Wesen auch nicht ersetzen, indem wir es so nachspielen auf 2 Quadratmeter. Ja? So die Vision, ich schütte dem Schwein immer Futter in den Trog, dann ist es doch irgendwie zufrieden. Und dann hat es noch ein bisschen Stroh zum Spielen. Ja? Das wird aber der Bewegungsfreude und der Neugier und dem Erkundungstrieb eines Schweins nicht gerecht. Ich meine, ich möchte auch nicht die ganze Zeit nur gefüttert werden. Ja? Ich möchte auch rumlaufen und es ist sogar besser, wenn man ab und zu hungrig ist und dann selber etwas zu essen findet, wenn man etwas erlebt, als wenn man immer nur satt auf dem Sofa hocken würde. Das hört sich zunächst gemütlich an. Ja, man wird immer schön gefüttert, aber das ist kein Leben. Zu einem vollständigen Leben gehören viele Komponenten, die sind je nach Art etwas unterschiedlich. Bewegung gehört dazu, meistens auch soziales Leben. Seinem eigenen Willen nachgehen gehört wesentlich dazu. Und das nennen wir eben auf politischer Ebene die Freiheit. Ja? Freiheit, das Recht auf sein eigenes Leben. Wir dürfen nicht das Leben eines anderen einfach beenden, nur weil wir denken, och, könnte lecker sein. Ja, so what? Ja. Freiheit, Leben, soziale Zusammenhänge und so weiter. Was folgt denn dann daraus? Es würde daraus eigentlich folgen, dass wir rechtlich zuerst mal regeln müssen, dass Tiere nicht das Eigentum von Menschen sein könnten. Es könnte sein, dass wir manchmal so ein Vormundschaftsmodell machen oder dass Tiere vertreten werden von anderen Menschen. Aber wie können denn Tiere das Eigentum anderer sein und ihnen dabei sozusagen unterworfen sein, dass diese anderen für sie aussuchen, jetzt sitzt da, jetzt macht jenes, jetzt, wenn du ein Pferd bist, setze ich mich auf dich drauf und lauf dorthin. Ja, wir dürfen das mit Tieren alles machen, wenn sie Eigentum sind, aber eigentlich ist das nicht in Ordnung, weil es eigenständige Individuen sind mit eigenen Rechten.
Also, wir müssen aufhören mit dem Eigentumsverhältnis im Mensch-Tier-Verhältnis. Dann, jetzt ein bisschen politisch praktischer, wir müssen aufhören, die jetzigen Tiernutzungs- und Ausbeutungsverhältnisse auch noch finanziell zu subventionieren. Ich nehme an, ihr politisch interessierten Menschen habt das mitbekommen, dass neulich eine Studie erschienen ist, die mal so genau diese ganzen Töpfe zusammengerechnet hat, die Subventionen, die in die Tierindustrie fließen. Das sind im Jahr in Deutschland 13,2 Milliarden Euro. Das sind noch nicht solche Folgekosten, so Umweltkosten, Güllebeseitigung, Probleme mit irgendwie Straßenbau oder was weiß ich was. Das sind nur so Subventionen, die für Fläche oder für Bauten oder auf die eine oder andere Weise wirklich direkt in die Tierindustrie fließen. 13,2 Milliarden Euro. Warum tun wir das? Es ist nicht in Ordnung, einen Teil einer Wirtschaft, der von Ausbeutung lebt, auch noch finanziell zu unterstützen. Wir sollten dieses Geld nehmen und ich finde, die Grünen sollten sich dazu auch viel mehr überlegen. Wir sollten dieses Geld für Ausstiegsprogramme nutzen. Was könnten die Landwirte mit ihren Flächen, die sie haben, oder teilweise haben sie ja auch nicht mehr so viele Flächen, aber dann mit den Gebäuden, die sie haben, oder mit den Betrieben, oder mit der Arbeitskraft und mit ihren Interessen und Talenten, was könnten sie sonst machen? Nicht alle Landwirte natürlich, sondern ich meine jetzt die, die mit Tieren arbeiten. Ja? Aber nicht alle können auf Landwirtschaft mit Getreide und Gemüse umstellen, das liegt in den Böden oder dass sie eben nicht genug Fläche haben. Wir müssten Ausstiegsprogramme für diese Landwirte erarbeiten und da sollte das Geld reinfließen, nicht in die Tierhaltung. Ich verstehe ja, dass momentan noch so das meiste, ja, also die meiste politische Energie fließt in so Reformen, dass man sagt, ach komm, jetzt gib denen doch mal einen halben Quadratmeter mehr oder Stroh oder nicht Zähne abschleifen. Ich meine, man muss sich mal klar machen, wie pervers eine Politik und eine Gesellschaft ist, in der man darüber feilschen muss, dass man irgendeinem Tier nicht die Zähne abschleift oder nicht den Schwanz abknipst. Das ist doch irre eigentlich. Ja? Oder den Hühnern, dass dann nicht mehr der Schnabel abgeknipst wird. Das ist doch noch irgendwie keine Heldentat. Wie, ihr knipst den Hühnern nicht mehr den Schnabel ab? Ja? Das sind so ganz kleine Schritte. Und ich verstehe, dass Reformen ja irgendwie zum politischen Alltagsgeschäft der Politik gehören. Aber ich denke, wir werden nie irgendwo wirklich Befriedigendes herauskommen, wenn wir die Idee der Tierrechte und die Idee eines Endes der Ausbeutung der Tiere einmal in den Raum stellen. Ich meine, Menschenrechtler, also wenn man jetzt gegen Folter und die Todesstrafe ist, ja, dann kann man auch mal sagen, also ich finde diese Form der Todesspritze nochmal besonders schlimm. Ja? Aber man würde nicht die ganze Zeit nur darüber verhandeln, ob man jetzt irgendwie in dem Klo da irgendwie vielleicht noch einen vergoldeten Griff reinhängt oder sowas. Man sagt, ich bin gegen die Todesstrafe. Ich bin für Menschenrechte. Und ich bin für Tierrechte und wir müssen darüber diskutieren, ob das in Ordnung ist, generell, dass wir sie töten und aussetzen dürfen oder nicht. Nicht darüber, ob es vielleicht nett ist, wenn sie jetzt vorher 2 Jahre gelebt haben oder ob sie mal eine Weide gesehen haben oder ob sie jeden Tag eine Weide gesehen haben. Wer sind wir denn, dass wir darüber richten dürfen, ob es wie großartig wir sind, dass wir einem Tier eine Weide zeigen? Ich meine, wir denken das von der falschen Hinsicht her. Dann, was in der Tierethik eine neue Entwicklung auch ist, dass man sagt, okay, aber wie würden wir denn jetzt Tierrechte politisch vertreten? Da gibt es so verschiedene demokratische Modelle, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Ich würde nur noch mal kurz anmerken, also jetzt nochmal auf die Frage, wie sieht die Haltung der Zukunft aus? Ich glaube, das können wir alle, also wir können keine Utopie des Mensch-Tier-Verhältnisses angeben oder ich sehe mich dazu nicht in der Lage, weil auch die Tierrechtler unter uns, auch die Veganerinnen, auch die größten Tierliebhaber, wir sind alle in einer Gesellschaft aufgewachsen, wurden von der geprägt, in der ganz extreme Hierarchien herrschen. Ja? Also auch im Umgang mit Menschenkindern wissen wir, glaube ich, noch nicht, wie ein wirklich gutes Verhältnis mit Menschenkindern aussieht oder wie eine komplett nicht sexistische Gesellschaft aussieht. Das wissen wir auch nicht. Ja? Das sind Herrschaftsformen, die haben unsere Gesellschaft und unsere Seinsweise so stark geprägt. Wir können nur erkennen, was total falsch ist und was ziemlich falsch ist. Und wir versuchen, das zu ändern. Und vielleicht kommt dann irgendwas raus, was besser ist. Aber ich glaube nicht, dass wir eine volle Utopie sehen können. Ich glaube es jedenfalls nicht. Ich glaube allerdings, das ist dann auch mein Schlusswort eigentlich, diese extrem hierarchischen Gesellschaften, in denen wir jetzt leben, in der einige wenige andere unterdrücken oder auch die einen Menschen sagen, ihr anderen Menschen, ihr habt weniger Recht, ihr müsst dort und dort leben, wir können euch die schlechten Jobs geben und was weiß ich was, oder eben auch, wo man sich über Tiere erhebt. Ich glaube, dass diese extrem hierarchischen Gesellschaften der Gerechtigkeit nicht zuträglich sind. Also man muss auch generell, man muss sich zuerst das zwischen Menschen in Ordnung bringen und dann kann man mal über Tiere nachdenken, falls es überhaupt jemals klappt, das zwischen Menschen alles in Ordnung zu bringen. Es gehört irgendwie zusammen. Also ich denke, die Ungerechtigkeit gegenüber Tieren und die Ungerechtigkeit gegenüber anderen Menschen gehören zusammen und müssen zusammen bekämpft werden. Danke.
Ganz vielen lieben Dank, Hilal, für die ausführlichen Worte und auch natürlich nachdenklich stimmenden Worte. Ich hätte jetzt 1000 Fragen, die ich direkt an dich richten wollen würde und auch Dinge, die ich kommentieren würde. Ich möchte die Runde aber gerne komplett machen, weil sonst würden wir uns, glaube ich, für den Rest des Abends nur wir zwei unterhalten. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich moderiere und deshalb müssen wir natürlich auch sagen, dass wir auch die Tierhalterinnen und Tierhalter mitnehmen müssen. Denn ja, wie schon eingangs gesagt, eigentlich können wir trotzdem nur gemeinsam etwas bewegen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssten ja eigentlich sogar TierschützerInnen und auch LandwirtInnen doch eigentlich sowieso gemeinsam gegen die ruinösen Preise, die wir aktuell vorfinden, gemeinsam gegen Tönnies demonstrieren. Vielfach ist aber leider das Gegenteil der Fall. Und das ist schade, weil dadurch in meinen Augen zumindest stark emotionalisierte und auch polarisierende Aussagen auf beiden Seiten Fronten aufbauen, obwohl gemeinsam eigentlich viel mehr erreicht werden könnte. Ich komme später jetzt noch natürlich noch zu genauen Nachfragen, aber ich möchte jetzt eigentlich noch mal zu Pascal überleiten, denn wir machen jetzt natürlich die Runde komplett. Das heißt, Pascal hat jetzt als nächstes das Wort und dann natürlich auch noch Miriam. Das heißt, Pascal, ich möchte dir natürlich auch noch die Gelegenheit jetzt geben, deine Sicht zu schildern. Ich möchte vorher aber noch ein kleines bisschen ausholen. Und zwar, eingangs haben wir schon gehört, dass du eine Ammkuhhaltung praktizierst. Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass Milch immer die Geburt und Existenz eines Kalbes erfordert. Und dass es in der Regel auch so ist, dass der Mutterkuh das Kalb dann direkt nach der Geburt weggenommen wird, damit wir eben die Milch trinken können. Ich weiß jetzt auch von einigen Landwirten oder wir wissen von einigen Landwirtinnen und Landwirten, wenn man Berichte liest, dass auch einige deshalb den Beruf aufgeben, weil sie nicht ertragen können, dass die Mutterkuh und das Kalb nacheinander rufen, praktisch schreien. Und sie sagen, so kann man es lesen, dass eine Milchfarm nie ein ruhiger Ort ist. Das ist bei dir anders. Also und deshalb die Frage an dich gerichtet. Wie kann die Tierhaltung der Zukunft deines Erachtens also aussehen? Und natürlich auch an dich die Frage, welche Rechte haben Tiere eigentlich? Bevor du aber darauf antwortest, wäre ich auch sehr daran interessiert, wenn du uns nochmal gedanklich auf eine kleine Reise mitnimmst, wie das auf deinem Betrieb eigentlich aussieht. Also wie ist dein Betrieb aufgebaut? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Und was unterscheidet deine Tierhaltung von anderen? Ja, schönen guten Abend. Ja, meine Tierhaltung unterscheidet sich gegen konventionelle Tierhaltung, dass unsere Kälber zwischen 8 und 10 Monaten bei der Mutter bleiben. Wir nehmen sie nicht raus, die laufen mit. Dann werden sie natürlich getrennt und kommen dann auf einer anderen Wiese. Das machen wir dann aus dem Grund, weil es kommen dann auch wieder neue Kälber. Die werden, der Bulle deckt sie wieder, es kommen wieder neue Kälber. Wir nehmen sie raus. Was ist, ja... Es ist immer, es hören ja viele Betriebe auf, auch mit der Weidehaltung, was wir machen, sie wird ja auch nicht richtig gefördert. Die Leute stehen ja, so wie wir das machen, wir nehmen uns ja mehr Zeit für die Tiere. Die Tiere werden bei uns, also die Bullen, nach 3 Jahren geschlachtet. Nicht so, dass wir mästen sie nicht. Die bleiben auf der Wiese. Im Winter werden sie zugefüttert mit Heu und Silage, was wir selber von unseren eigenen Wiesen machen. Aber wie stelle ich mir die Zukunft, die Tierhaltung der Zukunft vor? Ich stelle mir sie so vor, dass wir erstmal die Gesellschaft allgemein auch wieder mehr das Tier schätzen, wenn wir ein Tier schlachten, also wenn das geschlachtet wird. Weil heutzutage sieht man ja immer mehr, die Leute wollen immer die Masse auf dem Teller haben. Nicht mehr die Qualität, wir wollen die Masse haben. Wir sind nicht mehr mit einem kleinen Teller jetzt zufrieden. Wir wollen immer mehr. So, und dann sind wir ja, ist meine Meinung, landen wir immer bei den Schlachthöfen, die riesen Mastbetriebe. Und dafür müssen wir allgemein weg. Ich finde aber, wenn wir davon allgemein weg wollen, müssen wir auch mehr die Weidetierhalter unterstützen, dass sie mehr Zuspruch kriegen, mehr, also dass sie mehr gefördert werden, dass auch viel mehr Geld da reinfließt, um das ja auch zu erhalten. Aber es fängt ja auch mit der Weidehaltung an. Es war jetzt vorhin Eingang so ein bisschen mit dem Wolf. Das ist für uns auch ein Problem. Also, weil wir jetzt bei uns auch in der Nähe einen Rudel haben. Ich bin nicht dafür, dass er abgeschossen wird, aber dass, wenn es zu, also wenn Rudel zu viel ist, dass es rausgenommen wird. Dass halt nicht jetzt zig Rudel entstehen
auf diesen einen Fleck, dass sie rausgenommen werden. Man kann sie ja umsetzen, aber halt nicht, ja, das ist so ein Thema, da sind ja die Fronten schon so verhärtet. Gut, das machen wir jetzt heute hier nicht, aber wir müssen allgemein wieder mehr überhaupt von den Transporten wegkommen, dass Tiere bis nach sonst wo geschifft werden oder überhaupt wir lange Fahrten mit den Tieren machen. Unsere Tiere gehen zum Schlachter nach Celle und fahren, höchstens sind es 30 Minuten, die wir fahren. Wir sind selber dabei, wir verladen sie. Aber wenn ich sehe, ein Tier, also wenn wir es verladen wollen, heute geht es das Tier nicht gut oder es hat Stress, wird es nicht verladen. Dann breche ich das ab und dann machen wir es halt einen Tag später oder so und ich sage den Schlachter ab. Davon unterscheide ich mich eigentlich schon von den anderen, weil ich lasse meine Tiere nicht abholen. Ich fahre meine Tiere selber weg. Na klar, es ist immer, wenn wir ein Tier schlachten, natürlich geht ein Tier und man schlachtet, dass andere was zu essen haben. Aber ich schlachte denn mit einem ruhigen Gewissen, weil ich weiß, ich habe meine Tiere selber großgezogen, denen geht es gut. Also die hatten ein schönes Leben, denen ging es gut. Und die standen jetzt nicht in engen Ställen oder so zusammen. Sie hatten ihre Freiheit auf der Wiese. Ja, und das ist so meine Sache, warum ich überhaupt angefangen habe, in die Landwirtschaft zu gehen und Mutterkuhhaltung zu machen. Ja, ganz lieben Dank, Pascal. Ja, wie das schon anklingt, wir haben natürlich noch viel zu tun, was die Tierhaltung anbelangt, bis wir da angekommen sind, so wie du das praktizierst. Und vielleicht noch ergänzend dazu, die grünen LandwirtschaftsministerInnen haben zumindest ja erreicht, dass deutlich mehr, und das hattest du ja auch angesprochen, EU-Gelder, Förderung praktisch für gesellschaftliche Umwelt- und Tierschutzleistungen ausgegeben werden, statt rein für die Fläche, so wie es momentan ist. Aber auch da ist natürlich noch deutlich mehr Luft nach oben. Und bevor wir nun zu ganz konkreten Nachfragen kommen und auch in die Diskussion untereinander einsteigen, würde ich die Runde nun gerne komplett machen und auch das Wort an Miriam noch übergeben. Miriam, also auch an dich gerichtet, die Frage, wie kann denn ein gemeinsames Ziel zwischen TierrechtlerInnen und Tierhaltern aussehen? Und finden wir dort überhaupt einen gemeinsamen Nenner? Und auch an dich die Frage, wie sieht aus der Sicht von uns Grünen die Tierhaltung der Zukunft aus und welche Rechte haben Tiere? Ja, vielen Dank, Henrik. Es ist natürlich wirklich ein hochemotionales Thema. Und ich finde es auch sehr wichtig und richtig, sich mit den Positionen, die Hilal vorgetragen hat, wirklich auseinanderzusetzen. Ich nehme es so wahr, dass in der Politik, also in der politischen Debatte, häufig, ich glaube, Hilal winkt gerade. Dein Mikro war irgendwie komisch, also ich habe dich nicht gehört. Okay. Geht aber, ich höre dich. Okay, dann sorry. Ich versuche mal noch lauter zu sprechen. Genau. Also in der politischen Debatte habe ich oft das Gefühl, dass von der konservativen Seite her so dieses Feindbild bedient wird. Ja, die Veganer aus der Stadt, die verstehen uns alle nicht und die wollen uns irgendwie ans Leder. Und ich bin dafür, dass wir versuchen, also eine gleichberechtigte Existenz sozusagen zu ermöglichen, dass wirklich Menschen von sich aus sagen können, ich bin Veganer, Veganerin, ich stehe dazu, ich habe das alles durchdacht. Für mich soll kein Tier sterben und dass sie sich dafür nicht mehr rechtfertigen müssen. Also Veganer essen auch Nahrungsmittel und Landwirte verkaufen Nahrungsmittel. Also es ist ja nicht so, dass sozusagen Veganer keine Landwirte und Landwirtinnen bräuchten. Und da sind wir, finde ich, noch nicht, dass wir uns solchen Diskussionen überall stellen können, dass es nicht zu diesen Anfeindungen kommt. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, also und da bin ich eben Demokratin, dass wir in der Gesellschaft nicht die Mehrheitsmeinung haben, wir verbieten jetzt komplett das Töten von Tieren und das Essen von Tieren.
Das ist sozusagen, ja, ich will jetzt nicht sagen Tradition, aber es ist definitiv die Mehrheitsmeinung, dass das auch weiter ermöglicht und erlaubt sein soll. Und ich bin natürlich jetzt als Politikerin im Agrarausschuss, im Niedersächsischen Landtag, sehr viel mit grundsätzlichen Fragen beschäftigt, die sich damit befassen, wie sieht es denn tatsächlich im Moment in der Realität aus? Und da würde ich schon sagen, dass im Moment, also weil du fragst ja auch, Henrik, was sind die Rechte von Tieren, das, was eigentlich unsere rechtliche Grundlage ist, also das Grundgesetz, ne? Der Staat soll Tiere schützen, also nicht nur durch Gesetzgebung, sondern auch durch Vollzug, also Kontrolle, durch Justiz, Rechtsprechung und so weiter. Das ist noch nicht erfüllt. Wir haben das Tierschutzgesetz, das sagt, Tiere dürfen nicht ohne vernünftigen Grund getötet werden. Da kann man natürlich jetzt sagen, für den einen ist es ein vernünftiger Grund, sie zu essen, für den anderen nicht. Dieses Spannungsfeld müssen wir irgendwie aushalten. Aber definitiv ist das Leben von Tieren in der Nutztierhaltung heute in weiten Teilen nicht so, dass man sagen kann, sie leben ohne Leiden und das ist jetzt wirklich artgerecht. Also das, was im Grundgesetz, in der Niedersächsischen Verfassung, im Tierschutzgesetz steht an Grundsätzen, das wird schon nicht auf der nächsten Ebene erfüllt. Also es gibt ja dann immer untergesetzliche Regelungen. Also, ne, also es gibt die Tierschutztransportverordnung, es gibt die Nutztierhaltungsverordnung, wo das dann genau runtergebrochen wird. Wie viel Quadratmeter sind das denn und wie lang darf denn nun ein Tier transportiert werden? Wann muss eine Versorgungsstation da sein und so weiter? Also wir haben, was die Konkretisierung dieser bisherigen Schutzziele angeht, eigentlich eine Situation, dass das nicht zusammenpasst. Und deswegen müssen definitiv die rechtlichen Grundlagen geändert werden. Also ich bin jetzt nicht auf der Ebene zu sagen, es ist wichtig, dass die Tiere die gleichen Rechte kriegen wie Menschen, sondern auf der Stufe darunter, also das, was im Tierschutzgesetz vorgeschrieben ist, dass es eben auch darum geht, dass Tiere ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend ernährt, gepflegt und untergebracht werden müssen. Das haben wir ja alles überhaupt noch nicht. Und deswegen muss da definitiv was passieren. Und ich hoffe natürlich sehr, dass sich da auch andere Mehrheiten auf Bundesebene demnächst finden werden, weil wir dazu auch noch einige Punkte im Wahlprogramm, das ist ja jetzt erst ein Entwurf, stehen haben. Aber neben den Gesetzen muss eben auch die Rechtsprechung ordentlich nachziehen. Ne? Wir haben natürlich ein Grundsatzproblem, das Tier kann ja nicht zu Gericht gehen und eine Klage einreichen. Also wir brauchen das Tierschutzverbandsklagerecht, das also wie im Naturschutz auch, wo ja dann der NABU klagen kann, wenn irgendwie der Artenschutz verletzt wird, muss es auch im Tierschutzbereich solche Klagemöglichkeiten geben. Wir hatten unter Rot-Grün in Niedersachsen sowas eingeführt. Es gibt verschiedene Klagearten. Ne? Erstmal sozusagen die Schwächste, die Feststellungsklage. Und das hat jetzt 4 Jahre gedauert. Also das war zum Ende der Wahlperiode. Hat 4 Jahre gedauert, bis das niedersächsische Agrarministerium unter Frau Otte Kienast anerkannt hat, dass der Deutsche Tierschutzbund klageberechtigt ist. Also da muss man eigentlich nur gucken, ist das ein Verein, der länger Bestand hat, verfügen die über die personellen und sonstigen Ressourcen, sind sie gemeinnützig und so weiter. Diese Prüfung hat 4 Jahre gedauert. Da muss man definitiv sagen, der Beschluss des Landtags wurde sabotiert. Man kann nicht 4 Jahre brauchen, um das alles sozusagen zu überprüfen, nur weil man letztendlich verhindern möchte, dass diese Mitwirkungsrechte, es ging auch nicht nur um Klagerechte, es ging um Mitwirkungsrechte, dass die realisiert werden und ja in Anspruch genommen werden können. Ne? Und dann gibt es ja auch Tierrechtler, also der Professor Bünte, der
sagt, wir haben, also der ist Strafrechtler, der sagt, wir haben eine faktische Straflosigkeit. Selbst wenn irgendwo mal ein Verstoß festgestellt wird, sei es jetzt durch ein Kreisveterinäramt oder wen auch immer, dann bleibt es eigentlich fast immer ohne Konsequenzen. Und das ist natürlich auch eine Situation, weil da kann man lange irgendwie Tierrechte aufs Papier bringen. Wenn dem nicht nachgekommen wird, dann ist es folgenlos. Und für mich ist das Wichtigste in der Politik, dass die Entscheidungen auch Folgen haben, dass die Grundsätze akzeptiert werden und dass wir eine Rechtssicherheit haben. Also und auch letztendlich die Tiere, die sozusagen schon jetzt bestimmte Rechte von uns zugesprochen bekommen haben. Und da sind wir halt wirklich noch meilenweit entfernt. Im Moment sind wir in Niedersachsen in der Opposition. Das heißt, das, was wir machen können, ist Anträge stellen zum Thema Tiertransporte beschränken. Das ist auch jetzt so ein Thema, kann man vielleicht mal etwas ausführlicher darauf eingehen. Wir haben da auch die sehr unglückliche Situation, dass alle politischen Ebenen versuchen, immer den anderen die Verantwortung zuzuspielen. Also Frau Glöckner sagt, also ja, die EU, die muss da mal ihre EU-Tierschutztransportverordnung novellieren. Die EU sagt, die Mitgliedstaaten kontrollieren alle nicht. Die Bundesländer sagen, Frau Glöckner muss mal im Ausland gucken, ob diese Versorgungsstationen alle da sind und für zertifizierte Transportrouten sorgen. Frau Glöckner sagt, wieso? Also für die Kontrolle sind die Bundesländer zuständig. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Und so wird dieser Ball hin und her geworfen, statt dass jeder mal guckt, okay, was könnten wir jetzt in unserem Rahmen machen? Also auf landespolitischer Ebene wäre das ein Erlass an die kommunalen Kreisveterinärämter rauszugeben und zu sagen, ihr dürft Tiertransporte nur genehmigen, wenn das wirklich erfüllt ist. Und ihr müsst euch die Echtzeit-Navigationsdaten geben, dass man dann auch wirklich sieht, ist das Tier da ausgeladen worden, versorgt worden und so weiter. Ne? Die Bundesebene, Frau Glöckner, müsste eine Liste mit den Ländern, am besten aus unserer Sicht alle Drittstaaten außerhalb der EU machen, in die nicht mehr transportiert werden darf, weil es einfach zu lang ist. Man müsste definieren, was ist ein Schlachttier, was ist ein Zuchttier. Wir haben eine Anfrage gestellt, nicht wir waren es, aber es wurde eine Anfrage gestellt zum Thema, was ist eigentlich ein Schlachttier, was ist ein Zuchttier, weil ja immer behauptet wird, das sind alles Zuchttiere, die da ne, bis in die Westsahara transportiert werden, um den armen Ländern beim Aufbau ihrer Herden zu helfen, damit sie sich selber versorgen können und so. Also jeder, der mal Westsahara eingibt, sieht da Kamele und Ziegen und das ist auch das Einzige, was sich da von der Fläche ernähren lässt. Also es ist auf jeden Fall auf allen Ebenen im Moment Blockade und wir brauchen Gestaltungsmehrheiten, um das wirklich anzugehen. Ne? Und das könnte man jetzt für alle möglichen konkreten Themen durchdefinieren, von Tierversuchen bis zu eben der grundsätzlichen Haltung von Tieren in Stellen, wo wir ja jetzt im Moment auch sehen, mit der Vogelgrippe oder diesen Stallbränden, dass dieses System sich in vielen Bereichen pervertiert hat. Klar, man muss die Entwicklung der Landwirtschaftspolitik versuchen, vor dem historischen Hintergrund zu verstehen. Wir hatten Kriege, die Leute haben gehungert und es hieß, ne, also nie wieder Krieg und nie wieder Hunger, so ungefähr. Es musste alles, sollte alles effizienter werden. Und dann wurde eine Grenze überschritten, wo es nur noch um billig ging und um Wegwerfware. Und gerade in der Tierhaltung ist es halt wirklich moralisch so auch nicht mehr hinnehmbar, dass wir gigantische Ställe haben, also dieser Stallbrand in Mecklenburg-Vorpommern, wo ja in den Kastenständen die Sauen quasi fixiert waren und auch niemals hätten gerettet werden können, ne? Auch wenn es Evakuierungstüren gegeben hätte. Das ist eine Art, und das ist ja nun kein Einzelfall, sondern wir haben hunderte von Stallbränden jedes Jahr und es gibt keinen Vollzug, der sagt,
Ställe dürfen nur so gebaut werden, dass die Tiere auch noch rauskommen können. Naja, also auf jeden Fall, ich glaube, es gibt wahnsinnig viel zu tun, was wir wirklich dringend, dringend ändern müssen. Die ethisch-moralischen Fragestellungen finde ich auch sehr wichtig zu diskutieren, aber ich verstehe meinen Wählerauftrag, Wählerinnenauftrag jetzt erstmal so, ne, diese katastrophalen Missstände endlich zu beseitigen und du hast es ja vorhin auch angesprochen, Henrik, wirklich Perspektiven für die Landwirtschaft zu ermöglichen, wo man dann wirklich sagen kann, das ist eine, so wie Pascal es gesagt hat, das ist eine Tierhaltung, hinter der kann ich stehen. Also gerade auch bei den Milchviehhaltern, ich habe da viele erlebt, die wirklich eine enge Bindung auch zu ihren Tieren haben, die sagen, also sie glauben nicht, wie schlimm das für mich ist, diese Bilder im Fernsehen zu sehen und mich fragen zu müssen, ob unsere Kälber und oder Fersen da auch irgendwie auf solchen Transporten mit dabei sind. Aber es werden eben nicht die Grundsatzproblematiken geklärt. Und da ist das Stichwort Weidehaltung ganz wichtig, gerade in der Milchviehhaltung. Wir haben auf der einen Seite die Weidetierhalter, die sehr viel mehr Zeit und Geld reinstecken müssen. Und auf der anderen Seite diese ganzjährige Stallhaltung, die einfach billiger produzieren kann pro Liter. Und wenn man da keinen Ausgleich schafft, dann wird über kurz oder lang alles im Ganzjahresstall landen. Und alle anderen, ja, es gibt vielleicht noch eine Handvoll, die es aus Idealismus macht. Und der Bund der Deutschen Milchviehhalter hier in Niedersachsen, der BDM, lustiger Name, aber der BDM, sagt ganz explizit, wir wollen eine Mengenreduzierung. Wir wollen nicht mehr so viele Tiere halten müssen. Wir wollen einfach einen anständigen Preis für unsere Milch haben, dann ziehen wir auch Kälber mit auf. Wir sind nicht darauf festgelegt, immer mehr zu produzieren. Wir wollen nicht, dass Milchpulver eingelagert wird und die Preise drückt. Also es gibt da ganz starke Fürsprecher, die eine andere Tierhaltung oder eine andere Ausrichtung der Politik haben wollen. Aber ja, im Moment finden die kein Gehör bei der aktuellen Regierung und ja, und letztendlich gibt einer nach dem anderen auf. Und das, was übrig bleibt, sind die Großen, die gar nicht aufhören können, weil sie sich überall über beide Ohren komplett verschuldet haben. Also auskömmliche Preise sind, also Erzeugerpreise sind die Grundlage für eine andere Tierhaltung und wir wollen ja auch eben über eine Umlagefinanzierung, über Kennzeichnungspflicht, also nicht nur ein besonders gut gehaltenes Tier kriegt einen schönen Stempel, sondern alle müssen gekennzeichnet, alle tierischen Produkte, auch Milch und so weiter, alles muss gekennzeichnet sein, sodass niemand sich eben ja auch an der Kasse sozusagen vorbeistehlen kann und wegschauen kann, sondern jeder muss damit konfrontiert sein. Ne? Was kaufe ich eigentlich? Aber im Moment wird immer so getan, von der CDU jetzt insbesondere, ja, die Verbraucher sind schuld, weil die könnten ja. Aber die Leute haben so viel um die Ohren. Irgendwie, es muss eine Kennzeichnung geben, die sofort sich, die selbsterklärend ist und die es den Leuten auch einfach macht. Ne? Eben nicht nur auf den Preis zu achten. Ja, das sind so Punkte und beide Prämie haben wir jetzt ewig lang für gekämpft, wird auch kommen, aber eine vollkommen abgespeckte Version. Also es wird nur für Mutterkühe eine Weidetierprämie geben, aber was ist denn mit den Bullen irgendwie? Also die sollen weiter im Stall stehen, es macht keinen Sinn, oder die Fersen. Also es ist Frau Otte-Kinas, obwohl sie nur selber vom Milchhof kommt, propagiert ganz klar eben die reine Stallhaltung und hat sich jetzt wirklich nur durch ganz starken Druck von vielen Seiten überhaupt dazu durchringen können, so eine Möglichkeit einzuräumen. Aber das muss halt definitiv ausgebaut werden. Genau, und das war jetzt nur der Bereich der Tiere in der... Jetzt muss ich dich auch gleich unterbrechen, Miriam. Genau, zu Haustierhaltung und Exotenhaltung haben wir auch einiges gemacht, aber das lasse ich jetzt mal an der Stelle weg. Sehr gut. Ja, ganz vielen lieben Dank. Also wir haben natürlich wirklich tausende Einzelforderungen, ne? Gerade, also du hast es ja auch sehr schön deutlich gemacht. Wir haben wirklich viele große Einzelbaustellen im Bereich der Tierhaltung und in dem ganzen Thema, was wir heute
diskutieren. Und wir müssen natürlich auch festhalten, das Landwirtschaftsministerium war über 50 Jahre zusammengerechnet in der Hand der Union. Ich möchte es aber, um nicht zu sehr uns in Einzelforderungen zu verlieren, möchte ich es trotzdem nochmal wieder auf eine Ebene höher zurückführen. Und wir haben ja heute schließlich auch die Chance, Hela Seskin als Philosophin hier zu Gast zu haben. Und deshalb möchte ich die Chance nutzen, eigentlich nochmal einen Blick zurück in die Vergangenheit zu werfen. Wie hat sich die Ethik, die Tierethik also eigentlich entwickelt? Und ja, wir wissen ja, es wurde sich selbst in der Antike schon Gedanken über Tierrechte gemacht. Und ich glaube, den Satz des Pythagoras, den kennt jeder noch und jede noch aus der Schule. Aber eben diesem wurden natürlich auch schon Vegetarismusforderungen zugesprochen. Aristoteles hat Tiere dann wiederum eher ausgeschlossen und sehr stark über die Vernunft argumentiert. Also Tiere sind nicht vernunftfähig und deshalb gehören sie auch nicht zur Rechtsgemeinschaft dazu. Immanuel Kant hat den Tieren zwar ebenfalls die Vernunft abgesprochen, aber hat zumindest anerkannt, dass sie leidensfähig sind. Ich glaube, gerade bei dem Thema Vernunft hat Richard David Precht auch sehr treffend gesagt, ja, das Thema Vernunft ist eigentlich gar nicht mal so ein gutes Argument, weil wir Menschen sind häufig auch überhaupt gar nicht vernünftig. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass wir uns ja auch stundenlang in die Sonne legen, obwohl wir wissen, dass das auch Hautkrebs verursachen kann. Es ging dann weiter über Jeremy Bentham, der eines der bekanntesten Zitate gebracht hat und das lautet: Es geht nicht darum, ob Tiere, die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie sprechen, sondern die entscheidende Frage ist, können sie leiden? Und er sagt dann natürlich, ja, sie können leiden. Es ging dann weiter über das Tierschutzgesetz. Wir erinnern uns, dass da Bezug auf die Verhaltensgerechtigkeit genommen wird von Beat Schanz, der sagt, dass ein Haltungssystem dann verhaltensgerecht ist, wenn es dem Tier ermöglicht, all die Verhaltensmerkmale auszubilden und zu erhalten, die Tiere der gleichen Art und Rasse auch unter naturnahen Bedingungen zeigen würden. Das ist praktisch das, auf was unser Tierschutzgesetz Bezug nimmt. Es ging in der Philosophie, und bitte korrigiere mich, Hila, wenn ich irgendwas Falsches sage, du weißt das natürlich besser, aber es ging dann weiter über Peter Singer bis hin zu Tom Regan, und letzterer hat den Tieren sogar einen inhärenten Wert zugesprochen. Das heißt, er sieht eigentlich die Instrumentalisierung von Tieren selbst dann verboten, wenn die Handlung nicht mit Schmerzen oder Leiden verbunden ist. Ja, und heute definieren PhilosophInnen wie zum Beispiel die US-Philosophin Martha Nussbaum sogenannte Fähigkeitenlisten. Und ihr Ausgangspunkt ist die These, dass es in der Ethik darum geht, all jene Fähigkeiten eines Tieres zu schützen, die dieses in die Lage versetzen, ein gutes Leben zu führen. Das heißt zum Beispiel, Tiere haben die Fähigkeit, Schmerzen zu empfinden, und deshalb müssen wir sie natürlich davor schützen, Schmerzen zu erleiden. Aber auch sowas wie Spielverhalten. Tiere sind dazu in der Lage zu spielen, Spielverhalten zu zeigen. Deshalb müssen wir Tieren ermöglichen, ihr Spielverhalten auch auszuleben. Also nun ziemlich viel Einleitung, und deshalb nun die Frage an dich, Hila. Kannst du uns vielleicht trotzdem nochmal auf so eine ganz kurze Reise in die Philosophie mitnehmen? Welche Rolle spielten vielleicht auch gerade Vernunft, was ich genannt hatte, und Empfindungsfähigkeit? Und kannst du uns denn ethische Minimalanforderungen nennen, wenn es die aus deiner Sicht überhaupt gibt? Oder sagst du nur, ja, wie auch dein Buchtitel schon sagt, artgerecht ist eigentlich nur die Freiheit? Ja, du hast ja eigentlich schon ziemlich viel erwähnt. Also es gab in jeder Epoche und auch in eigentlich allen uns bekannten Kulturkreisen immer wieder Menschen, die gesagt haben, wir dürfen das den Tieren irgendwie nicht antun. Ja, mit den Kulturkreisen ist natürlich, je nachdem, wie man eben gelebt hat, und es wird manchmal anders gefasst, aber es überrascht einen, wenn Historiker manchmal so Zitate hervorkramen von Leuten, die auch schon Vegetarier oder Veganer waren, vor 1000 Jahren, wo man sagt, huch, wie kommen die denn da drauf? Aber es gibt es. Nur, und übrigens, du hast Tom Regan und so erwähnt und Martha Nussbaum, und es gibt auch eine neue Kantianerin, also eine sehr berühmte Kantianerin, Christine Kosgaard, die gerade das, was Kant geschrieben hat, nochmal benutzt, um Tierrechte ganz stark zu machen. Und also Kant war bisher immer so ein bisschen kontrahent, dass man sagt, ja, aber mit Kant geht das nicht, und Christine Kosgaard so, doch, geht, muss. Ja? Aber ehrlich gesagt ist das Problem jetzt, wenn wir auf diese abstrakte Ebene gehen, dann sagt Miriam, hey, das ist aber nicht die Mehrheitsmeinung. Ich muss hier irgendwas
hinkriegen, was mit, was, also das Argument war ja, das ist nicht die Mehrheitsmeinung, wir können keine Diktatur machen, ja, egal was Kant gesagt hat, wir können es so nicht machen. Und zweitens, wir müssen die bestehenden Gesetze ausnutzen, ja. Und ich würde gerne, ehrlich gesagt, darauf Bezug nehmen. Also die Rechte, die ich glaube und die ich vorhin auch schon erwähnt habe, sind dies auf Freiheit, auf ein eigenes Leben. Und das ist einfach konträr zu jeder Form von willkürlicher Unterwerfung, von Einsperren, von Ausbeuten und so weiter. Zum Argument Mehrheitsmeinung würde ich sagen, nee, natürlich, wir sind hier jetzt nicht so Könige, die jetzt mal so hier so im Dreier-Chat oder Vierer-Chat sagen können, okay, ab morgen machen wir so und so ein Gesetz. Klar, wir sind Demokratie, aber deswegen streiten wir ja öffentlich drüber, was ist richtig. Wo sind die guten Argumente? Und also korrigiere mich, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die Grünen damals angetreten sind mit der Idee, jetzt endlich mal die Mehrheitsmeinung ins Parlament zu bringen. Also natürlich, eine Partei profiliert sich, indem sie sagt, guck mal, hier liegt ein Problem. Ja? Das kann auf verschiedenen Ebenen liegen. Das Problem zum Beispiel mit der Atompolitik ist ein Problem für die Zukunft der Menschen. Und das Problem mit der Tierhaltung bedeutet auch ein Problem für die Zukunft der Menschen. Wir wissen, ich mache das jetzt ganz kurz, aber dass die Tierhaltung mit den Ausscheidungen per Luft und auch per Wasser und per Kot ein ganz großes Umweltproblem dasteht, dass wir sehr viele Flächen damit belegen, dass wir Futter für Tiere anbauen. Ich will das jetzt, dass wir unglaublich viel Energie verbrauchen für die Nahrung, für die Futtermittelherstellung, aber auch für den Transport. Also das ist ein so großes Umweltproblem, dass ich denke, dass eine Umweltpartei wie die Grünen auf jeden Fall schon mal, also mit dem ganz großen Rotstift dran gehen müsste. Das andere aber auch zum Thema Mehrheitsmeinung. Hier wird, und da knüpfe ich jetzt an das an, was Hendrik gesagt hat, hier wird ja eine ganz große ethische Frage aufgeworfen. Das ist jetzt nicht so was wie Gardinen oder Nicht-Gardinen oder so, ne? Oder ob das Frühstücksei geköpft oder gedingst wird, ja? Nein, hier steht eine ganz große ethische Frage, wirklich Leben und Tod im Raum. So wie früher auch Frauenrechtlerinnen eine ganz große Frage hingestellt haben oder Abolitionisten oder, naja, es gibt jede Menge großer Fragen, ja? Und da muss man sich dazu verhalten. Und dann, finde ich, kann man nicht nur sagen, naja, die Mehrheit, ich weiß, das sagst du so nicht, Miriam, das ist mir schon klar, ne? Aber da kann man jetzt nicht sagen, die Mehrheit ist dagegen. Eben, das ist hier das Problem mit dem großen Unrecht. Ja? Mit jedem großen Unrecht ist ja die Frage, ist es deswegen aber in Ordnung? Ja? Und drittens möchte ich noch eine weitere, also ich finde, die Grünen müssen mal endlich sich zu der grundsätzlichen Frage verhalten, jetzt statt immer wieder zu sagen, ja, mehr Stroh, weniger Schnabel abknipsen und ich bin gegen Missstände. Ich meine, wer ist nicht gegen Missstände? Das Wort Missstände ist so definiert, dass jeder dagegen sein muss, sonst wäre es kein Missstand. Ja? Das Dritte ist aber, und ich glaube, deswegen kann das nicht funktionieren, wenn diese Partei oder auch eine andere Partei daran klebt, immer Missstände abbauen zu müssen. Wir machen uns was vor. Zum Beispiel, laut Tierschutzgesetz ist es ja vorgeschrieben, dass ein Tier vor seiner Schlachtung betäubt werden muss. Ja? Denkt man, das hört sich so schön an. Ja? Denkt man an Zahnarzt, kleine Spritze und danach merke ich gar nichts. Das ist das nicht. Ja? Die Betäubung und Schlachthof ist ein schlimmer Akt, zum Beispiel eine Kuh, der Bolzenschuss. Oft trifft ja auch nicht das erste Mal, sagt man, ja, der muss treffen. Aber sogar wenn der trifft, was ist ein Bolzenschuss? Das ist Kopf zerschmettern. Ja? Ein Tier geht nicht freiwillig zur Schlachtung, das sagen Rinderhalter. Ja, unsere Tiere gehen nach so und so, zu so einem kleinen, die gehen da nicht hin, die werden da gebracht. Die müssen auch getrieben werden, die haben Angst, die riechen Blut. Betäubung nach dem Tierschutzgesetz ist ein brachialer Akt, weil es muss das Tier seines Bewusstseins berauben. Ja? Und das ist nicht schön. Dass das Tier dadurch noch nicht stirbt, sondern erst im nächsten Schritt, den es nicht mitbekommt, ist für das Tier nicht schöner. Es hat trotzdem Todesangst oder Schmerzen. Ja? Wenn ich den Kopf zerschmettert kriege, tut es ja trotzdem weh, auch wenn ich danach nicht sofort tot bin. Ja? Also ich glaube, sich so vorzustellen, dass man einen Schlachthof zu einem irgendwie gemütlichen Ort machen kann, wo es dann nicht mehr Missstände gibt, das geht nicht. Ja? Natürlich ist das ein verrohender Ort, weil es geht da essentiell darum, Lebewesen, die leben wollen, ums Leben zu bringen. Da muss sich jeder auch verhärten, der da mitmacht. Da muss jeder, das sind ja keine Monster oder so, aber man muss eine gewisse Härte praktizieren, weil das die Funktion dieses Ortes ist. Es wird nie niedliche Schlachthöfe geben, weil Schlachten ein Verbrechen ist, sage ich mal ehrlich. Also so würde ich es sagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach mehr diesem Unbehagen nachspüren. Ja? Wenn dann so Rinderhalter sagen, oh, das tut ihnen weh, wenn sie sehen, wie manche Rinder transportiert werden, Enten meine auch so. Sie haben Mitleid mit den Tieren, dann denkt doch mal nach, ist das für die denn überhaupt schön? Ja?
irgendwo ihrer Herde entrissen zu werden und gewaltsam getötet zu werden. Ja? Dann sagen sie, ja, das kann ich nicht sehen, das kann ich mir nicht anhören. Ja, weil wir alle wissen, dass Tiere empfindende Wesen sind und sie hängen auch an ihrem Leben. Ja? Deswegen sagen wir auch nicht einfach so irgendwie aus Jux und Dollerei töten. Also wir haben diese moralischen Impulse und ich finde, wir müssen ihnen viel stärker nachgehen. Es ist nicht eine Frage der Philosophiegeschichte und es ist auch nicht übertriebener Idealismus. Und es stellen sich einfach in allen Epochen große Fragen und die eine davon ist zum Beispiel Flucht und die andere ist nach wie vor Sexismus und Rassismus. Und eine Frage, die im Raum steht, ist, warum bilden wir uns ein, Tiere töten zu dürfen? Sollten wir nicht an diesem grundsätzlichen Denken etwas ändern? Und ich finde, dazu muss man sich auch grundsätzlich verhalten. Ganz lieben Dank. Bevor Miriam, du darauf eingehst, möchte ich aber trotzdem jetzt nochmal an Pascal übergeben, weil ich komme nochmal zurück auf das Soko-Video, was wir ja am Anfang, was ich am Anfang schon erwähnt habe, und das passt vielleicht jetzt auch da ganz gut dazu, was Hila jetzt aufgeworfen hat. Das Soko-Video, das soll heute nicht unerwähnt bleiben, meines Erachtens, weil es wirklich katastrophale Zustände zeigt. Und ich schaue mir es auch immer wieder an, weil ich finde, wir haben die Verpflichtung dazu, uns das dem dann eben auch entgegenzutreten, wenn wir solche Zustände zulassen. Und zwar ist in diesem Video zu sehen, also Kühe und Schafe insbesondere, denen ohne Betäubung die Kehle aufgeschnitten wird, die dann an so einem Haken aufgehangen werden. Und die eben dann bei lebendigem Leibe ohne Betäubung ausbluten. Und diese Schreie, die man in diesem Video hört, die gehen wirklich komplett durch Mark und Bein. Es ist wirklich katastrophal, schrecklich, traurig und wütend machend zugleich, was man in diesem Video sieht. Und das ist keine Ausnahme, muss man ganz klar sagen. Die Soko-Tierschutz, gerade die, haben so viele Aufnahmen in dieser Richtung veröffentlicht, dass man sich wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen muss, was machen wir da eigentlich? Was tun wir Lebewesen an? Und deshalb jetzt mal die Frage an Pascal gerichtet. Bei dir ist es ja anders. Du guckst ja diese Videos, wie ich weiß, mit ähnlichen Gefühlen an, mit ähnlichen Gefühlen der Wut und der Trauer zugleich, weil du siehst, wie Menschen da mit Lebewesen umgehen. Wie ist das denn bei dir? Wie handhabst du den Transport und die Schlachtung und was müsste aus deiner Sicht eigentlich gesetzlich passieren, damit sich solche Bilder eben nicht wiederholen? Ja, also bei uns ist das so, wir laden die Kuh auf, bei uns auf dem Viehanhänger, dann fahren wir sie zum Schlachter, da bringe ich die Kuh auch selber runter, der kommt sie natürlich in ihren Gang und dann wird natürlich der Bolzenschutz angesetzt von dem Schlachter und dann wird das Tier dann halt auch entblutet, aber ich bin bei allen Sachen dabei. Was du natürlich gesagt hast, die Bilder, die man da sieht, das ist für mich auch eine Qual, ich könnte da jedes Mal heulen, wenn ich sowas sehe, wie Menschen da mit Tieren umgehen. Ja, und da wird ja einfach nur noch ein Massaker gemacht mit den ganzen Tieren. Davon müssen wir wegkommen. Aber ich sage auch, das ist in Ordnung, was wir in den anderen Schlachthöfen machen. Entschuldigung, aber wir brauchen doch nicht über die Idee der Tierrechte zu sprechen, weil wir nachher sagen, dieses Schlachthofbild ist schlimm und das ist okay. Ich würde euch einfach mal fragen, wieso sind denn andere Schlachthöfe in Ordnung? Wieso ist das denn nicht traurig, wenn wir eine andere Kuh töten? Okay, dann hängt die da nicht zappelnd, aber die will doch trotzdem nicht sterben. Also das geht mir so immer so ein bisschen schnell dann irgendwie, dass man sagt, oh, das ist besonders schlimm. Es ist alles schlimm. Entschuldigung. Ja, ich verstehe dich, aber es wird ja denn nicht, wir hängen sie ja nicht an Haken, was jetzt Herr Nick eben gesagt hat, und die wird denn da, wird in die Kehle durchgeschnitten. Ja, aber sie wird doch getötet. Das ist doch der ganze Sinn und Zweck dieser Geschichte, oder? Ja, also Die Grundsatzfrage ist natürlich nicht aufzulösen, aber die Art und Weise, wie ein Tier geschlachtet wird, kann extrem unterschiedlich sein. Und das fängt ja auch bei den Betäubungsmethoden an. Ne? Es gibt Gase irgendwie, die schmerzfrei betäuben. Aber eingesetzt wird CO2, wo die Schweine, wenn sie da im Fahrstuhl runterkommen, so richtiges Erstickungsgefühl haben. Ne? Also ganz schlimme, furchtbare letzte Sekunden oder Minuten vielleicht sogar. Und dann irgendwie teilweise eben noch nicht mal betäubt, wirklich in das Brühbad und so weiter. Also es ist wirklich, und das ist ein Unterschied zu dem, was Pascal schildert, also dass er da mit hingeht und dass der Bolzenschutz angesetzt wird und so weiter. Und ich finde, da kannst du jetzt auch nicht so tun, als ob das alles das Gleiche wäre. Natürlich, das Tier ist auch tot und wenn man das Tier fragen könnte, würde es was anderes wollen. Aber das ist
eben die grundsätzliche ethische Diskussion. Und wir können nicht als Gesellschaft noch das fördern, was gar nicht tragbar ist für die Gesamtgesellschaft. Auch aus klimaschutzpolitischen Aspekten ist es ja so, dass der derzeitige Fleischkonsum überhaupt nicht zukunftsverträglich ist. Also es ist nicht nur eine ethisch-moralische Frage jetzt dem Wesen Tier gegenüber, sondern es ist auch eine Ressourcenfrage. Es lässt sich einfach überhaupt gar nicht darstellen. Und deswegen ist natürlich unser Ansatz, und ich finde eigentlich also auch den Ansatz Veggie-Tag, das ist ja eigentlich viel zu wenig gewesen. Und die CDU sagt ja dann auch manchmal in den Sonntagsreden, also am Sonntagsfleisch irgendwie, das ist eigentlich so das Normale über viele, viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, womöglich Ewigkeiten gewesen. Und da zu einem Maß hinzukommen, wo man sagen kann, die Gesamtgesellschaft kann es tragen, das finde ich richtig. Das bedeutet natürlich auch, dass sehr viele Menschen gar keine Tiere mehr essen oder gar keine tierischen Produkte. Also dass die Milch und die Eier, das hängt ja definitiv auch mit dem Töten von Tieren zusammen, weil ne, klar, man kann auch die Bruderkälber aufziehen, bis sie tot umfallen, wenn man so die Milch haben will. Ne? Aber es geht ja, wenn man es konsequent zu Ende denkt, ist ja eigentlich Veganismus auf der einen Seite und Fleischkonsum oder Konsum tierischer Produkte auf der anderen Seite. Das sind eben die beiden Pole so. Ne? Aber und auch, du hast vorhin gesagt, ja, ein bisschen Stroh. Das hört sich an, als ob es eine einfache Aufgabe wäre, aber das durchzusetzen, dass Tiere Stroh und Auslauf bekommen, dass sie Schweine Wühlmöglichkeiten haben, dass die Rinder nicht nur draußen sind, sondern auch noch ein schattiges Plätzchen haben auf der Sommerweide und so weiter. Das sind so dicke Bretter, ist nicht im Handumdrehen gemacht. Ne? Und gerade bei den Investitionszeiträumen, die es in der Landwirtschaft gibt, natürlich haben Landwirte recht, wenn sie sagen, wir haben nach Recht und Gesetz gebaut und der Stall muss jetzt noch 20 Jahre abbezahlt werden. Wie soll ich das machen? Ne? Insofern sind diese Ausstiegs- oder Umstiegsprogramme wirklich absolut notwendig. Da muss das Geld reinfließen, Perspektiven zu ermöglichen, also entweder weg von der Tierhaltung zu kommen oder eben zu einer flächengebundenen Tierhaltung. Unser Ansatz ist ja, die Fläche muss zu der Anzahl der Tiere passen und deswegen ist es richtig zu sagen, ne, Sojaimporte sind eigentlich nicht akzeptabel oder müssen mindestens irgendwie mit Abgaben belegt sein, damit das wieder in Verhältnis kommt, weil ne, die Regenwaldvernichtung und so weiter. Und das Leid, was da dann auch den Wildtieren angetan wird und so weiter, das spielt ja, hängt ja wirklich alles zusammen. Also unsere Art zu leben oder ne, der Gesamtgesellschaft ist natürlich überhaupt nicht zukunftsträchtig. Aber die Alternative muss nicht sein, alle müssen jetzt vegan leben. Ne? Also es gibt doch irgendwo was dazwischen. Und ich finde, es ist immer so in der Politik, es wird gerne schwarz-weiß gemalt und das Maß zu finden ist eigentlich eine viel größere Herausforderung in vielen Bereichen und vielleicht auch nicht so populär, weil man ne, es sich auf zwei Seiten irgendwie mit den Leuten verscherzt oder so, aber letztendlich finde ich, ist das, also für mich zumindest irgendwie das große, große Brett, was wir bohren müssen. Ganz kurz, Hilal, bevor du darauf antwortest, weil wir haben jetzt Pascal auch so ein bisschen abgewürgt. es ist natürlich legitim, das zu vertreten. Es ist auch vollkommen legitim zu sagen, wir dürfen keine Tiere mehr essen aus den genannten Gründen. Das können wir vertreten. Wir müssen halt nur feststellen, wir müssen möglichst viele Menschen mitnehmen. Und das ist ja auch die entscheidende...
Wir haben auf jeden Fall ja in der Gesellschaft Menschen, die das weiterhin auch praktizieren möchten. Und wir werden keine Verhältnisse hinbekommen, indem wir das geändert kriegen, wenn wir da nicht möglichst viele Menschen mitnehmen. Und ich glaube, wir können wirklich viel für die Tiere. Es geht ja in erster Linie darum, eine Verbesserung für die Tiere zu erreichen. Und da müssen wir uns ja berechtigterweise die Frage stellen, wie können wir am ehesten etwas zum Wohle der Tiere erreichen. Und jetzt nicht im Sinne des Tierwohls, wie es Julia Klöckner gerne in den Mund nimmt, sondern wirklich zum Wohle des Tieres. Wie können wir da Verbesserungen erlangen? Und ich glaube trotzdem nach wie vor, wir können am meisten erreichen, wenn wir möglichst viele Menschen gemeinsam hinter einem Ziel vereinbaren. Und wir haben jetzt, klar, wir haben hier Seiten, die kann man auch nicht auflösen. Die werden wir heute auch nicht aufgelöst kriegen. Wir haben Veganismus zu Tierhaltung. Wenn man diese Seite aufmachen möchte, dann sind das zwei Fronten. Das werden wir auch nicht zu 100%, auch nicht heute ausdiskutiert bekommen. Das kriegen wir nicht hin, weil da stehen ganz krasse Meinungen gegeneinander. Das sind ethische Fragestellungen, moralische Fragestellungen. Das schaffen wir nicht. Aber wir müssen uns doch trotzdem die Frage stellen, können wir uns nicht trotzdem zum Wohle der Tiere hinter einem gemeinsamen Ziel vereinen? Das ist ja auch hier im Landkreis zum Beispiel unser Ansatz, das Bündnis gegen Massentierhaltung. Wir haben VeganerInnen, wir haben LandwirtInnen, wir haben Bürgerinnen und Bürger mit in diesem Bündnis und versuchen gemeinsam Mastanlagen zu verhindern, hier bei uns im Landkreis, um eben zu verhindern, dass es immer noch mehr Tierhaltung gibt, weil das ist auch schon alleine aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, immer noch mehr Tierhaltung zu bringen, weil dann haben wir immer mehr Angebot und das führt zu immer noch niedrigeren Preisen. Das heißt doch am Ende, wir müssen immer mehr Tiere produzieren, damit sich das Ganze überhaupt noch lohnt. Und ja, um jetzt nicht selbst zu viel dazu zu sagen, ich wollte ja moderieren, trotzdem nochmal zurückkommend auf Pascal und Hilal, du kannst ja dann gerne auch noch ergänzen, aber ich möchte trotzdem noch von Pascal verstehen, genau, und wir hatten darüber ja auch schon mal diskutiert am Telefon, du stellst dir das ja auch grundsätzlich ganz anders vor. Bei dir ist ja was du dir vorstellst, ist ja auch eine ganz andere Form der Schlachtung, also nicht mehr so, dass du die Tiere irgendwo hintransportierst, sondern dass das eigentlich möglichst stressfrei bei dir vor Ort passiert, wie das ja zum Beispiel bei uns im Landkreis auch der Hof Isenbüttel mal ursprünglich praktiziert hat, eben nicht die Tiere irgendwo hinfahren zu müssen über Stunden lang, sondern bei sich vor Ort zu schlachten. Kannst du uns darüber noch mal ein bisschen mehr erzählen? Ja, das ist, es gibt ja den, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, den Kugelschuss auf der Weide. Da stehen die Tiere zusammen, das sind 4, 5 Tiere und ein Tier wird aus der Herde dann erschossen und die anderen Tiere sind ganz ruhig. Das ist für mich die Zukunft, wo ich eigentlich mit unserem Betrieb hin will, dass ich die Tiere nicht mehr selber wegfahre. Die Tiere werden dann auch auf den Anhänger aufgeladen, sie werden entblutet und fahren dann zum Schlachter. Aber jetzt werden dann zum Schlachter gefahren, werden dann da weiterverarbeitet. Das ist für mich das Stressfreiste fürs Tier. Aber jetzt nochmal vorhin auch darauf zurückzukommen, ich fahre meine Tiere zum Schlachter. Ich bin damit, also mit mir selber, denn habe ich ein reines Gewissen, weil ich lasse meine Tiere nicht vom Anhänger runterprügeln, wie man das in den Videos sieht. Ich lade das Tier selber ab. Das Tier kennt mich. Das Tier habe ich selber großgezogen. Natürlich geht es dann den Gang und wird dann natürlich mit dem Holzenschuss erlegt. Aber es ist halt eine andere Form, wenn ich jetzt mein Tier weggebe, es wird auf den Anhänger geprügelt und ich weiß nicht, was mit meinem Tier passiert. Also das ist immer so ein... Ja, da gerate ich auch mal mit den Leuten aneinander, weil sie dann alles immer gleichstellen. Da bin ich nicht der gleichen Meinung. Das passt denn nicht so wirklich, weil ich bringe mein Tier jetzt nicht 6, 8 Stunden oder länger auf irgendeinen Transporter und weiß nicht, wo es hingeht, wie es das Tier geht. Kriegt es Wasser, wird es kaputt getreten von den anderen Tieren, weil es so eng ist. Ich fahre ein Tier weg und ich weiß, das Tier leidet nicht und es wird geschlachtet, ja, es wird auch immer ein Tier bei uns rausgehen, wenn es denn soweit ist, aber es hat ein würdevolles Leben. Das ist meine Meinung dazu. Aber halt auch, wo du jetzt drauf zurückgekommen bist, ich bin halt für den Kugelschuss auf der Weide, dass Leute, so wie wir, die das machen wollen, mehr gefördert werden. Na klar, mache ich auch diese Scheine jetzt dafür.
Aber halt, das wird halt immer unterdrückt. Wir wollen halt immer die riesen Schlachthöfe und so eine Leute wie wir werden dann halt mit noch mehr Auflagen, es werden noch mehr Auflagen gemacht, dann passt das nicht. Man steckt dann so viel Geld rein, weil man ja will, dass es den Tieren besser geht und eine andere Schlachtung haben will. Also da müssen wir auch hinkommen, dass man so eine Leute denn unterstützt und dass sie denn nicht unterm Teppich gekehrt werden. Ich glaube, da ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt die EU-Agrarförderung. Ich meine, gerade das war ja jetzt in der Diskussion auch sehr stark. Nun ist es ja so, es wird ganz krass nach Fläche gefördert. Das heißt eigentlich, wenn ich Leistungen dafür erbringe, für Umwelt, für Tierschutz, irgendwelche gesellschaftlichen Leistungen, dann kriege ich da eigentlich kein Geld für. Aber umso mehr Fläche ich besitze, umso mehr Geld kriege ich eigentlich. Und ich möchte ein bisschen mehr die Landwirtschaft noch reinbringen, weil das schon ein schwieriger Punkt ist. Und wie ich ja anfangs auch gesagt hatte, die Landwirtschaft steht schon mit dem Rücken zur Wand. Das dürfen wir ja auch nicht ausblenden, wenn wir, mir fällt es ein bisschen schwer zu sagen, es ist alles, mir fällt es schwer, weil es dann schnell so wirkt, als ob die Landwirtschaft daran schuld ist. Aber in meinen Augen ist es halt auch schnell die Landwirtschaft, die sich eigentlich dem System ausgeliefert sieht. Und das hängt auch sehr stark mit den EU-Agrarsubventionen zusammen. Und wenn man sich mal anguckt, dass das Einkommen der Landwirtinnen und Landwirte sogar unter dem durchschnittlichen Einkommen der abhängig Beschäftigten liegt und das trotz 7-Tage-Woche, dann sehen wir ja einfach schon mal, dass die Landwirtinnen und Landwirte auch jetzt schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Und Anreize für mehr Tier-, Umwelt- und Naturschutz zu schaffen, das könnte ja ein Weg daraus sein, wie das auch Pascal gerade angedeutet hat. Deshalb wäre jetzt, bevor jetzt Miriam und Hila, ihr könnt auch gleich, aber ich würde trotzdem noch mal ergänzend von Pascal wissen, wie du es überhaupt schaffst in diesem aktuellen System, weil es ja auch schon vom System und von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen her so schwierig ist, da überhaupt solche Leistungen zu erbringen. Wie schaffst es du, dort zu bestehen und was würdest du dir eigentlich von der Politik wünschen, damit, ja, wenn man gerade solche Leistungen, wie du sie dann erbringst und da Verbesserungen auch anstrebt, dass man da überhaupt mit um die Runden kommt? Ja, dass man die Leute, also allgemein die Weidetierhaltung mehr fördert und halt auch mit den Schlachtmobilen, dass man halt den Leuten, dass man das halt fördert, den Leuten entgegenkommt, auch die Seite der Leute dann mal anhört, das wünsche ich mir von der Politik, dass das halt nicht immer alles so abgeschottet wird, wenn man jetzt Ideen hat, dass die Ideen auch mal ja, umgesetzt werden, dass man darüber spricht. So, das ist meine Sachen, die mir da so ein bisschen fehlen. Da wird halt nicht, ja, es wird immer gesagt, ja, die Tierhaltung, wir müssen da was ändern, auch von der Politik, aber ja, die gucken sich das ja selber nicht an. Unsere Frau Glöckner macht sich das ja auch immer alles sehr einfach. Ja, wir müssen da was ändern, aber die kommt ja auch nicht mal zu irgendwelchen Betrieben so wirklich raus und hört sich denn die Seiten an und will da auch selber was mit bewegen. Das ist das immer, was mich eigentlich ärgert oder auch traurig macht, weil sie sieht ja nicht, wenn da, eigentlich müsste sie mal zu sowas hingehen, wenn da so Tiere leiden und sich das alles mal selber dann angucken. So, das macht mich halt immer traurig und ärgerlich, wenn man dann sowas sieht, wie Tiere dann behandelt werden auf den Schlachthöfen, zusammengeprügelt werden, da humpeln Tiere, wie als kleiner Betrieb oder die kleinen Betriebe, die werden so stark kontrolliert. Wir müssen alles nachweisen. Und die großen Betriebe, wo da Massen von Tiere durchgehen, aufgeladen werden, die kommen dann immer mit ihren Sachen durch, wo ich mir sage, das kann irgendwo auch nicht mehr passen. Das Verhältnis passt einfach nicht mehr zu den großen Betrieben und zu den kleinen. Da wird halt, die kleinen Betriebe will man kaputt machen und die großen können halt machen, was sie wollen. Und das macht mich halt am meisten traurig. Ja, und da würde ich jetzt gerne jetzt nochmal auf Hila und Miriam auch übergeben, weil also zuerst würde ich Hila gerne nochmal fragen, wir befinden uns ja auch in dem internationalen Wettbewerb und gerade was Pascal jetzt beschrieben hat, selbst wenn wir jetzt hier diese Regeln alle durchsetzen würden, dann ist es ja schnell so, dass auch unsere Standards hier durch Handelsabkommen, durch was auch immer, unterwandert werden könnten, weil wir eben in einem internationalen Wettbewerb stehen. Wie ist das denn aus deiner Sicht? Also
wer trägt eigentlich die Frage, die dahinter steht, ist ja eigentlich, wer trägt eigentlich die Verantwortung am Ende oder wer muss sich bewegen, damit sich überhaupt irgendwas ändert? Ist es der Konsument oder die Konsumentin? Ist es die Gesellschaft insgesamt? Sind es die Landwirtinnen und Landwirte, die sich eh schon sehr von den ganzen Anforderungen unter Druck gesetzt fühlen oder ist es alleine die Politik? Das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also die Frage mit den, sozusagen mit der Globalisierung der Produktionsbedingungen und so, die haben wir natürlich bei anderen Bereichen auch. Und dafür habe ich aber leider keine Lösung. Aber ich habe das Gefühl, andere Leute arbeiten an einer Lösung, was die Textilindustrie zum Beispiel angeht. Also ist es jetzt nur bei uns verboten, Kinderarbeit zu machen und Näherinnen in einen engen Raum ohne Fenster zu sperren und von denen was produzieren zu lassen? Oder ist das auch woanders verboten? Nicht, wenn es erlaubt ist, dürfen wir die Sachen dann hier verkaufen und so. Ne? Also das ist das Problem mit diesen langen Transportketten, dafür bin ich keine Expertin. Aber ich möchte nochmal sagen, ich bin nicht für andere Produktionsbedingungen von Tieren. Ich bin gegen die Produktion von Tieren. Ich finde, man kann, ja, weißt du, du nickst dann so, aber das ist halt schon eine grundsätzliche Frage. Und wenn Miriam sagt, ja, da gibt es so schwarz und weiß, stimmt, man muss, ich verstehe, dass man Politik Kompromisse auch schließen muss. Aber man muss erst mal erklären, warum man die Schwarz-Weiß-Frage ausblenden darf. Ja? Das muss man zuerst klären. Wenn man sagt, okay, die Frage ist keine um Leben und Tod, ist keine essentielle Riesenfrage, dann kann man das machen. Okay, dann kann man Kompromisse schließen. Aber man muss sich das doch fragen. Oder Pascal zum Beispiel. Pascal ist anscheinend doch sehr mitfühlend. Also du hast so viel gesagt über dieses Leid von Tieren, das du gesehen hast im Schlachthof, von anderen. Du willst, dass deine Tiere gut leben, dass sie stressfrei sind, dass sie betäubt sind, richtig? Oder dass sie es nicht mitkriegen, wie sie erschossen werden. Aber ich möchte einfach, dass wir nur eine Minute mal gemeinsam über die Frage reden, wieso denken wir, dass wir Tiere erschießen dürfen, um sie zu essen? Ich meine, klar, wenn die betäubt sind, kriegen die das nicht mit, aber ich meine, ein Unrecht, wenn ich jemanden bestehle und der merkt das nicht, weil er dement ist, dann ist es doch trotzdem ein Diebstahl. Oder wenn ich jemanden vergewaltige und vorher K.O.-Tropfen gebe, dann ist es immer noch eine Vergewaltigung. Wieso? Ja, ich nehme das absichtlich drastisch an, weil wir behaupten ja, dass es eine unrechtmäßige Tötung ist, ja? Wieso darf ich ein Tier töten? Egal, wie es betäubt ist. Ich möchte einfach nur, dass wir uns mal kurz eingestehen, dass eine sehr große Frage im Raum steht. Und da kann man dann nicht gleich wieder sagen, ja, aber die Landwirte stehen schon Rücken zur Wand. Ich meine, ich rede mit den Grünen. Habt ihr jemals gesagt, oh Gott, die Atomkraftbetreiber stehen voll mit dem Rücken zur Wand, die tun mir leid. Ja, wir müssen uns darüber unterhalten, finden wir es gut oder finden wir es nicht gut? Erlauben wir Tierausbeutung oder nicht? Wir müssen über die ethische Frage wenigstens mal kurz sprechen. Wenn man sagt, Pipi-Kram könnt ihr wegschmeißen, okay, dann machen wir nur noch Kompromisse. Aber wenn ihr sagt, nee, da ist eine entscheidende Frage, muss man auch dranbleiben. Ja, absolut. Deshalb haben wir dich auch eingeladen. Nicht, damit es heute bequem wird. Insofern. Ach, ist unbequem. Weil Pascal scheint wirklich ein tierlieber Mensch zu sein. Absolut. Deshalb. Meinst du, dass es okay ist, wenn man Kühe erschießt, um sie zu essen? Genau, deshalb darf. Ich dachte, dass ein Hof davon lebt, das habe ich schon verstanden. Aber wieso soll das in Ordnung sein? Deshalb darf Miriam das jetzt auch ausbaden, die Frage. Ja, ich muss jetzt die allumfassende Antwort geben. Hilal, also es ist ja richtig, dass man in der Philosophie die Frage aufwirft und sie stellt. Und auch wir müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen. Aber es ist ja dann auch nicht so, wie du es jetzt darstellst, also das Tier ist da und es geht nur um die Frage zum Ende, also wird es jetzt getötet oder nicht. Wenn man das zu Ende denkt und keine Tiere mehr gegessen werden, dann werden diese Tiere natürlich auch gar nicht da sein. Es geht nicht darum, dass dann ein Ferkel irgendwo lebt und groß wird und so weiter, sondern es wird dann gar nicht erst geboren werden, ne? Und ja gut, jetzt kann man da auch rumphilosophieren, was das Schwein wohl dazu sagen würde, ne? Wollt dann lieber gar nicht oder auf der Welt sein oder wie auch immer. Das maße ich mir auch überhaupt nicht an, sowas zu beantworten. Aber es ist eben was anderes, ob man sich diese Fragen in so philosophisch betrachtet stellt oder eben in der Politik. Und da gehört nun mal auch sozusagen ein Interessenausgleich dazu. Und es gibt Menschen, die weiter Tiere essen wollen. Und deswegen wird es auch auf ziemlich lange Zeit auf jeden Fall Tierhaltung geben. Und dann ist es eben die Aufgabe, die Rahmenbedingungen dazu zu schaffen und das auch durchzusetzen. Und die Rolle der Landwirte, also mein Ziel ist es, dass gemeinsam mit der Landwirtschaft eine Veränderung herbeigeführt wird. Und das heißt, es muss Planungssicherheit geben, man muss davon leben können,
Und ich glaube, dass man da dann tatsächlich an einem Strang ziehen kann und dass es eben im Moment nicht nur für Tiere, sondern auch für Menschen in diesem Produktionsprozess eine sehr, sehr schwere Situation ist. Also ne, derjenige, der weiß oder ne, also vermuten muss, dass seine Kälber, wenn sie verkauft worden sind oder seine Fersen, eben ein schlimmes weiteres Leben erleiden müssen oder für den ist es schlimm, aber auch für die Leute in den Schlachthöfen. Also klar, ich glaube nicht, dass Frau Klöckner irgendwie schon in vielen Schlachthöfen war. Also der Niedersächsische Agrarausschuss war auf jeden Fall schon in sehr vielen Schlachthöfen. Und ja, man geht da durch. Und ich möchte das auch meinen Kolleginnen und Kollegen von den anderen Fraktionen nicht absprechen, dass das für die irgendwie jetzt ein Zuckerschlecken gewesen wäre. Also auf dem Parkplatz sagen dann eigentlich die meisten, also das ist doch irgendwie, kann doch nicht die Zukunft sein. Ne? Das sagen sie natürlich nicht unbedingt in die Kamera oder in den Schreibblock des Journalisten. Aber das ist schon wirklich eine schlimme Situation und die Entmenschlichung in diesen Schlachthöfen, also ich wollte auch nochmal sagen, es werden hier viele Fragen gestellt. Wenn ich mich auf die Diskussion konzentriere, kann ich die leider nicht so ganz verfolgen und es ist jetzt keine böse Absicht, die nicht zu beantworten. Wir gehen die auch gleich nochmal ganz kurz an. Wir sind ja jetzt auch schon ziemlich weit, deshalb Miriam, ich will nochmal ganz kurz ergänzend fragen, weil Miriam hat jetzt auch so ein bisschen, Hilal hat ja jetzt auch so ein bisschen Salz in die Wunde gestreut und deshalb soll es auch nicht ganz unbeantwortet bleiben. Auch wenn das schwierig ist, weil wir da sicherlich nicht zu 100% eine Antwort, gemeinsame Antwort drauf finden werden, aber trotzdem steht ja immer noch die Frage im Raum, dürfen wir das überhaupt? Ne? Das ist ja das, was Hilal eigentlich aufgeworfen hat. Und das führt mich ja auch zurück zu meiner Ursprungsfrage, zu den Rechten der Tiere. Und also ich würde trotzdem noch mal wissen, mit welchem Recht machen wir das eigentlich? Ne? Also wir hatten ja auch, wie gesagt, wenn wir in die Historie zurückgucken, dann reden wir auch da von Vernunftbegabtheit, weshalb wir das den Tieren abgesprochen haben, indem wir gesagt haben, na, die haben eben keine Vernunft, deshalb haben sie weniger Rechte. Und mittlerweile ist es vielleicht, da kann ja Hilal dann auch nochmal ergänzen, aber ist es vielleicht eher der Grund, dass sie sich ihrer selbst nicht bewusst sind? Wobei, was heißt das eigentlich genau? Also mich würde schon nochmal die Fragestellung interessieren, mit welchem Recht tun wir das eigentlich und welche Rechte die Tiere dahinter dann wirklich haben? Weil wir wissen von der Verhaltensforschung ja jetzt schon ziemlich viele neue Erkenntnisse, auch hinsichtlich der Fähigkeiten, die Tiere eben haben. Also kannst du vielleicht nochmal ausführen, um diesen Schritt vielleicht noch einmal zurückzugehen und auch die Frage von Hilal zu beantworten, was eigentlich unser Beweggrund dafür ist, diesen Unterschied zu machen oder mit welchem Recht wir das eigentlich tun, beziehungsweise was wir eigentlich mittlerweile auch über die Fähigkeiten von Tieren wissen aus der Verhaltensforschung. Ja, es ist natürlich sozusagen immer geprägt von diesem, ich denke, also bin ich, Grundsatz gekommen. Ne? Also das ist das, was uns Menschen irgendwie ausmacht und das unterscheidet uns. Und natürlich ist es so, dass Tiere auch fühlen und Empfindungen haben und so weiter. Und deswegen ist es eben eine ethische Frage, die aber jeder für sich beantworten muss, ob er für sich vertreten möchte, dass für ihn Tiere getötet werden oder nicht. Ich finde nicht, dass es eine Aufgabe der Politik ist, das für alle zu entscheiden. Und wie gesagt, also da bin ich zu sehr Demokratin. Also wenn die Gesellschaft dazu käme, zu sagen, nein, wir wollen das nicht mehr, dann ist es so. Aber es anderen aufzuzwingen, das hielte ich für den falschen Weg. Und letztendlich auch, gut, das kann man dann einmal in sein Bundestagswahlprogramm schreiben und dann ist man aber auch nächstes Mal nicht mehr im Bundestag. Also dann kann man auch irgendwie sich überlegen, ob irgendwelche Tiere was davon gehabt haben, dass man sich so positioniert hat. Ne? Also das ist natürlich jetzt sehr realpolitisch gedacht, aber letztendlich muss man sich damit auch auseinandersetzen. Ne? Und Aber ich meine, Politik lebt ja, das verstehe ich natürlich, dass man da auch parteipolitisch überlegen muss, ob man da jemals dann gewählt wird und so.
Aber du hast vorhin so stark das kontrastiert, hier Politik, da Philosophie, und das sehe ich eben nicht so. Es ist auch nicht so, dass ethische Fragen jeder für sich beantwortet. Wir entscheiden nicht ethisch, was, Entschuldigung, aber was sexuell unpassender, also sexuelle Gewalt ist oder was Einsperren oder Freiheitsberaubung ist. Das sind ethische Überlegungen, die werden natürlich gemeinsam getroffen, ja. Und das ist mit allen großen sozialen Bewegungen so gewesen. Die haben Unrechtsfragen aufgeworfen. Die anderen haben gesagt, ach, jetzt scheiß drauf, ehrlich, das machen wir schon immer so. Und die so, nee, nee, ist aber falsch. Und ich will jetzt halt dieser blöde kleine Kasper, der sagt, nee, nee, ist aber falsch, ja. Und ich meine, ich könnte ja auch sagen, ist es denn Politik oder Philosophie, wenn wir zum Beispiel auf die Straße gehen und sagen, nein, man darf Menschen nicht einfach im Mittelmeer ertrinken lassen. Es gibt ein Recht auf Rettung. Es gibt sogar eine Pflicht zur Rettung. Das ist nicht nur Philosophie, das ist eben auch Politik. Und darum geht es jetzt hier eigentlich auch. Also ich finde, diesen Kontrast kann man jetzt so eigentlich nicht machen. Also, ja. Also es gibt natürlich auch ganz viele Einzelforderungen, auf die ist ja Miriam auch schon nochmal eingegangen. Wir haben vielleicht aber auch noch ein ganz anderes Problem, weil wenn wir das nochmal ganz kurz in den Blick nehmen, wir wissen ja auch, Regeln sind schön, bringen aber wenig, wenn sie nicht kontrolliert werden. Und in Deutschland wissen wir ja auch, Regeln werden im Mittel nur alle 17 Jahre in der Tierhaltung kontrolliert. Und da würde mich trotzdem nochmal Miriams Meinung interessieren, auf welcher Ebene scheitert das eigentlich? Also das ist ja schon, da kann man ja schon davon sprechen, dass diejenigen einen Wettbewerbsvorteil, also wirtschaftlich gesprochen einen Wettbewerbsvorteil erlangen, die sich überhaupt nicht an die Regeln halten, gegenüber denen, die wirklich alles korrekt machen, oder? Genau, deswegen finde ich es auch falsch, wenn immer das so dargestellt wird, die Grünen fordern mehr Kontrollen und deswegen schaden sie allen Landwirten oder so. Sie schaden den schwarzen Schafen sozusagen. Und es ist gut für diejenigen, die sich an die rechtlichen Vorgaben halten. Also, aber das ist eben im Moment auch unsere Aufgabe, sowas offen zu legen. Also ich habe da eine Anfrage an die Landesregierung gestellt, ne? Wie sieht das in Niedersachsen aus? Wie oft wird in den einzelnen Landkreisen ein Tierstall kontrolliert? Und dann kam sogar raus, eben im Durchschnitt alle 20 Jahre. Es gab Landkreise, wo nur alle 50 Jahre kontrolliert wurde, also von Seiten des Kreisveterinäramts zum Beispiel. Es gibt dann auch manchmal noch andere Kontrollen, ne, von Verbänden oder sowas. Aber es geht ja um die staatliche Kontrolle und das ist natürlich eine Einladung, sich gegenseitig zu unterbieten oder also man wird da als Tierhalter fast ja schon reingedrängt und das ist natürlich eine Situation, die überhaupt nicht akzeptabel ist. Also das bedeutet, wir brauchen Mindeststandards an den Kreisveterinärämtern. Also unserer Meinung nach sind sowieso die Kreise eigentlich der falsche Ansprechpartner, die falsche Kontrollebene. Wir sind mehr dafür, dass es auf Landesebene zentralisiert wird, weil wir oft eben diese Nähe haben. Also ne, der Landrat oder die Landrätin ist Vorgesetzter von dem Kreisveterinär und hat natürlich auch ein Interesse an guten Gewerbesteuereinnahmen und so weiter und so fort. Und warum soll er sich dann eben sehr dafür einsetzen? Oder es kann zu Interessenkonflikten kommen, wenn da eine zu große Nähe da ist. Deswegen sind wir sehr dafür, die Kontrollebenen eher zu zentralisieren und eben unangekündigt, das ist auch gar nicht Standard, unangekündigt zu kontrollieren. Aber auch das, was auch fehlt, ist in Niedersachsen, finde ich, so eine Art aufsuchende Sozialarbeit. Also wir sehen das ja ganz oft, wenn dann so ein ganz dramatischer Fall irgendwo offenkundig wird. Tiere wurden tagelang nicht mehr versorgt, weil der Tierhalter nicht mehr dazu in der Lage war, psychisch, körperlich und sonst wie. Wir brauchen auch Strukturen, wo eben die Nachbarn anrufen können und sagen können, also ich glaube, da müsste mal einer hingehen. Ich glaube, dem geht es schlecht, der kann sich nicht mehr um seine Tiere kümmern. Im Moment ist ja so, dass da ganz lange gezögert wird, weil man das Gefühl hat, man sperrt eben beim Veterinäramt an und dann kriegt er eine Strafe. Also wir brauchen auch diese unterstützenden Strukturen, weil das, also... Und es hängt alles an diesen Finanzen, du hast es vorhin angesprochen, es wird so wenig verdient wie, also weit unterm Durchschnitt, aber die Investitionskosten, die ein Landwirt pro Arbeitsplatz zu leisten hat, die sind inzwischen bei an die 500.000 Euro pro Arbeitsplatz und das ist viel mehr als bei einem Industriearbeitsplatz im Moment investiert werden muss. Also die ganze Verantwortung, die Last,
Also das muss sich jeder von uns mal vorstellen, was das, das steckt nicht jeder leicht weg, Millionen Beträge miese auf dem Konto zu haben, die dann erstmal langsam abgearbeitet werden müssen. Also das ist ja auch eine Situation, die mit dazugehört, wenn man das, das Thema Tierschutz wirklich angehen möchte. Ich habe noch ganz viele Fragen und wir sind jetzt schon so weit vorgeschritten. Das ist das Problem daran. Trotzdem, bevor ich jetzt noch weiter frage, möchte ich aber auch noch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer einbinden, weil wir haben da tatsächlich auch sehr viele Fragen bekommen, bevor wir das Ganze beenden. Wir wissen, die Liste der Einzelforderungen ist wirklich lang. Ne? Wir haben gesprochen über transparente Kennzeichnungen. Wir haben noch nicht gesprochen über Stärkung regionaler Produkte und der Vermarktung und angemessene Lebensmittelpreise. Das wäre auch nochmal ein Riesenthema. Grundsätzlich der Abbau der steuerlichen Bevorteilung von tierischen gegenüber pflanzlichen Lebensmitteln ist ein weiteres Thema, was wir auch fordern, worüber wir aber auch noch nicht diskutiert haben. Die Verhinderung von Handelsabkommen, die unsere eigenen Standards unterlaufen, wie das Mercosur-Abkommen, darüber haben wir gesprochen. Die Senkung des Antibiotikaverbrauchs, Tierversuche etc. Es gibt noch so, so viele weitere Themen, über die wir jetzt reden können. Aber bevor ich das jetzt alles noch frage, möchte ich einmal kurz das Wort an Sebastian abgeben, der nämlich dankenswerterweise im Hintergrund schön mitgelesen hat und vielleicht noch so ein paar Fragen an uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern hat. Ja, kann ich kurz ein paar Fragen reinbringen? Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wieder Pascal zu Wort kommen lassen. Es wurde auch unter anderem gefragt, wie es dir überhaupt gelingt, dich sozusagen am Markt zu behaupten? Also wie vermarktest du dich und wer sind eigentlich deine Abnehmer oder deine AbnehmerInnen? Und ja, ob du da ein bisschen mehr zu sagen kannst und verraten kannst. Ja, wir machen Direktvermarktung. Wir vermarkten unser Tier selber. Also Großteil, weil ich bei Volkswagen arbeite, geht das Tier ins Werk. Also wird da der Großteil ist in Wolfsburg meine Kunden, die ich habe. Braunschweig noch ein bisschen. Ja, da geht mein Tier hin. Wir machen Direktvermarktung. Ich gebe nicht mein Tier aus der Hand. Und das war von vornherein für mich klar, wenn ich das anfange, dass ich mein Tier selber direkt vermarkten möchte. Also ist es so tatsächlich, dass es schon mehr oder weniger fast über dein persönliches Umfeld sozusagen die Nachfrage oder dein potenzielles Angebot gedeckt ist und du gar nicht so darauf angewiesen bist, irgendwo tatsächlich groß am Markt aufzutreten? Nee, also ich bin jetzt schon, muss ich nicht auf dem Markt auftreten. Ich habe Leute, also die auch, was ich mache, unterstützen. Und also ich müsste jetzt nicht meine Tiere irgendwo anders hingeben, dass sie vermarktet werden. Würde ich auch niemals machen, dann würde ich sofort mit der Landwirtschaft aufhören. Okay, vielen Dank dafür. Dann ist noch eine weitere Frage aufgekommen, die kam jetzt auch häufiger. Vielleicht an dieser Stelle an Miriam. Es kam häufiger die Frage zu den Ausstiegsprogrammen in den Niederlanden. Weißt du, was dort geplant ist oder ist das hier realistisch bei uns in Deutschland? Wollen wir das hier umsetzen? Ja, also wir haben einen Antrag jetzt als Fraktion eingebracht zum Thema Ausstieg aus der Schweinehaltung ermöglichen oder Teilausstiege für Tierhalter, weil immer nur appelliert wird, ach ja, haltet jetzt weniger Tiere, aber wie gesagt, die Ställe sind ja dann weiter da und müssen bezahlt werden. Deswegen muss die Politik Möglichkeiten eröffnen, hier auch sich andere Betriebszweige zu suchen und umzusatteln. Und in den Niederlanden gibt es ja quasi so ein Kontingent, also so Zertifikate, die dann auch weniger werden und die einen gewissen Wert haben. Also man kann nicht irgendwo einen Stall bauen, man muss dann auch die Schweinehaltungszertifikate erwerben und die müsste dann ein anderer abgeben und so weiter. Also es wird versucht oder es werden die Tierzahlen reduziert und in Dänemark passiert das auch. Also viele denken immer, ja, in Deutschland ist alles am strengsten und hier wird am meisten gegängelt und so weiter. Aber gerade die intensiv Schweine haltenden Länder
die Niederlande und Dänemark, die haben diesen Schritt schon vollzogen oder haben schon gemerkt, dass es so nicht weitergeht. Und das muss es ganz dringend hier auch geben. Und das, man hat halt jahrzehntelang in die falsche Richtung gefördert. Und jetzt ist die Konsequenz, dass man eben auch Geld dafür aufwenden muss, dass solche Ausstiege ermöglicht werden. Und irgendwo im Chat ging es ja auch nochmal um den Export. Also es ist total notwendig, dass regionale Vermarktungsstrukturen und mobile Schlachtanlagen und so weiter, dass das alles gefördert wird. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die anderen Parteien auch sagen, ja, ja, regionale Vermarktung, das wollen wir fördern. Aber sie wissen, das ist so eine Spielwiese. Aber an das große Thema Exporte und dass wir weit über unseren Bedarf oder Konsum hinaus produzieren für den Weltmarkt und woanders dann Märkte zerstören und Landwirte in Bedrängnis bringen, das wird ausgeblendet. Also man muss auf jeden Fall beides machen, den Export einschränken und die regionale Vermarktung oder Wertschöpfung, die Teilhabe an der Wertschöpfungskette für die Landwirte, die ja im Moment hier, Landwirtinnen, die im Moment ja hier quasi nur Rohstofflieferanten sind in der Regel und nicht wie Pascal an der Wertschöpfung teilhaben, ja, das zu ändern. Ja, danke dir dafür. Dann noch eine weitere Frage, vielleicht an dieser Stelle an Hilal. Und zwar kam ein Statement, dass sozusagen dein Einwand bezüglich des Rechts der Tötung absolut geteilt wird. Aber es ja dennoch so ist, dass man die Fleischesserfront, so man sie denn so bezeichnen mag, nicht zwingend missionieren kann. Und wieso sollte man dann Alternativen, die dem tatsächlichen Tierwohl entgegenkommen, nicht als Chance betrachten? Und weiterführend, sind dies auch alles Fragen nach deiner Meinung, die man auch gemeinsam mit den TierhalterInnen klären müsste? Ja, also ich bezweifle eben, dass diese Reformen wirklich dem Tierwohl irgendwie helfen. Und ich glaube, wenn man wirklich der Meinung ist, dass das Töten von Tieren zwecks luxusmäßigen Aufessen, also wir sind ja keine Notsituation oder so, ne? Oder wir sind ja nicht in einer Gesellschaft, die davon lebt, wenn das wirklich ein Verbrechen ist oder also ein moralisches Verbrechen ist, natürlich nicht nach dem Gesetz, dass man diese Diskussion nicht machen sollte. Wieso? Weil man mit diesen kleinen Diskussionen um die Reformen und Reformchen andere so Entlastungsdiskurse schafft. Das ist ja heute schon so. Also alle Leute sagen, oh, ich bin gegen Massentierhaltung. Also niemand ist für Massentierhaltung. Ja? Aber alle sagen, oh, ich kaufe nur Bio. Weil man sich einbildet, Bio wäre besser. Kaum ein Mensch guckt sich diese Bio-Haltungsbedingungen an, die zumeist ja auch Massentierhaltung sind, also Intensivtierhaltung. Aber es klingt halt besser. Man schafft immer so Entlastungsdiskurse. Ja? Also so auch so ein Tierwohl-Label, da denkt man, oh ja, guck mal, dieses da, das, also oder bei den Eiern zum Beispiel, ja, in Freilandeile denkt man, das hört sich viel besser an als das andere. Aber wenn man mal so gesehen hat, wie Tiere in der Freilandhaltung leben, denkt man, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Ja? Natürlich jetzt nicht bei jedem Hofladen, manchmal laufen ein paar Hühner zur Dekoration rum. Na, insgesamt ist es eben ganz schlimm. Also, das habe ich jetzt ein bisschen verheddert gesagt, aber ich meine, man schafft mit diesen ewigen Reformdiskussionen so Entlastungsmöglichkeiten, so Ausschlupf. Oh, wir müssen erstmal die Missstände abschaffen. Wir müssen ein bisschen anderes Bolzenschussgerät, wir müssen ein bisschen kürzere Transportweg, nicht mehr acht Stunden, sondern nur vier oder nur zwei. Nein, wir sollen nicht töten. Und das ist halt so, ich vergleiche das manchmal mit der Aufgabe von Amnesty International. Wir Tierrechtlerinnen, wir sind sozusagen Amnesty International für Tiere. Mit uns kann man nicht darüber diskutieren, ob man eine Gefängniszelle vergoldet, ja, ob man irgendwie noch einen Kaffee serviert, bevor man irgendwie jemanden umbringt, ob diese Foltermethode, ob Waterboarding verboten ist, aber Zehennägel ziehen in Ordnung ist. Wir sagen, nein, ich bin gegen Folter, ich bin gegen Todesstrafe. Ja? Es muss auch Leute geben, die diese Ideen vertreten, wenn wir davon wirklich überzeugt sind. Und ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel, also wenn ich das mal so sagen darf, aber ich finde, das ist keine ausgemachte Sache, dass die Grünen mit der Idee eigentlich sollten, man muss ja nicht sagen, ihr dürft nicht mehr Tiere essen, aber eigentlich sollten wir dahin kommen, dass wir keine Tiere mehr essen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Grünen damit dann wirklich nicht mehr im Bundestag sie essen. Es gibt heute schon viele Leute, die eigentlich eine Partei wählen wollen, die sich wirklich für Tierrechte einsetzen. Und dann wählen sie entweder mit Bauchschmerzen die Grünen oder auch mit Bauchschmerzen was für die Linken, je nachdem, wo der Bauchschmerz gerade größer oder kleiner ist. Oder sie wählen halt so mini kleine Splitterparteien,
Und dann geht die Stimme, das sieht dann letztlich irgendwie der AfD, dann ist auch niemand glücklich. Ja? Es gibt schon Leute, die wollen, dass wir irgendwie, dass wir Tierrechte auch als Ideen in den Bundestag bringen. Natürlich sind wir noch keine Mehrheit, aber man muss für Mehrheiten kämpfen. Und auch für das Gesetz, also dass Vergewaltigung der Ehe straflich belangt werden kann, dafür musste auch gekämpft werden. Ja? Und irgendwann war es soweit. Aber da kann man ja nicht vorher sagen, auch wir finden keine Mehrheit. Also irgendwer muss es eben auch tun. Ich fände es schon schön, wenn es die Grünen machen würden. Ich sehe allerdings jetzt noch gerade nicht so die Hoffnung. Ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, wir müssen runter mit den Tierzahlen, das auf jeden Fall. Die Frage ist, wie ist der beste Weg dahin? Klar, runter mit den Tierzahlen kann heißen weniger, kann auch heißen null. Das wäre, dann wären wir bei Hilal. Die Frage ist, wie nehmen wir die meisten Leute mit und wie können wir wirklich am ehesten etwas wirklich für das Wohl der Tiere erreichen? Und ja, da sind wir, glaube ich, noch auf unterschiedlichen Wegen unterwegs, weil wir eben eher der Auffassung sind, dass wir möglichst viele Menschen hinter einem Ziel vereinen müssen. Und das ist in dem Fall bei uns, glaube ich, eher der Ansatz zu sagen, wir müssen natürlich auch an einen Tisch, jetzt war meine Kamera gerade eingefroren, deshalb habe ich gerade ein bisschen gestockt und das parallel umgeschaltet. Das Multitasking ist mir nicht gelungen, deshalb hörte ich mich etwas komisch an. Ja, auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, noch unterschiedliche Ansätze, dieses Ziel zu erreichen, aber klar ist, runter mit den Tierzahlen, denn anders kann es nicht funktionieren, klar. Also wir haben gerade auch hier im Landkreis bei uns aktuell immer weitere Mastanlagen, auch in der Planung, was ich ja schon gesagt hat, was auch aus wirtschaftlichen Gründen schon einfach völliger Quatsch ist, weil wir damit immer mehr Angebot schaffen, was zu immer niedrigeren Preisen führt und das bringt uns eigentlich in einen Teufelskreis, weil das dazu führen würde, dass wir eigentlich immer noch mehr produzieren müssen, damit sich das Ganze überhaupt noch lohnt. Also auch schon aus wirtschaftlicher Sicht muss man sich die Frage stellen, ist das überhaupt noch sinnvoll? Ja, ich glaube, wir kommen da auch nicht zu einem hundertprozentigen Schluss. Das werden wir auch nicht schaffen heute. Das ist ja auch eine sehr ethische Fragestellung, die wir nicht ausdiskutieren werden. Wir sind ja auch schon wirklich sehr stark über der Zeit. Ich könnte noch stundenlang weiter diskutieren. Für mich ist aber trotzdem, ich habe noch eine Frage oder vielleicht zwei, die ich noch gerne ansprechen möchte. Für mich ist einerseits an Pascal noch einmal die Fragestellung hinsichtlich der Siegel. Wir haben ja gerade eigentlich einen Siegeldschungel. Also auch wenn ich jetzt mit der Denke daran gehe, wie Hilal das sagt, als Konsument oder Konsumentin, was ich ja auch tue, gucke ich da ganz genau hin und entscheide mich grundsätzlich gegen solche Produkte. Schaffe ich das mit den Siegeln, die wir gerade haben, denn überhaupt? Oder ist Bio überhaupt schon das, was eigentlich anzustreben wäre? Oder ist das eigentlich auch noch nicht genug? Pascal, wie siehst du das? Ich finde, das ist noch nicht genug. Also das könnte man auch noch weiter ausarbeiten. Aber jetzt vorhin nochmal auf Hiller zurückzukommen, mit den das Tierrecht, das zu schlachten. Na klar, hat das Tier Rechte. Bei mir hat das Tier Rechte. Das Tier hat bei mir das Recht, dass das würdevoll geschlachtet wird, weil das, finde ich, ist da heute so ein bisschen untergegangen. Das Tier, bei uns haben alle Tiere, wir wollen unseren Tieren keine Qual zufügen. Und das ist, fängt ja schon an mit den Kälbern. Wir lassen die Kälber bei den Müttern und die Mütter, kommen die Kälber dann weg. Nach 8 oder 10 Monaten werden sie rausgenommen und kommen auf andere Wiese. Man kann ja, Beispiel die Bullen, kann man ja nicht in der Mutterkuhherde lassen. Dann gibt es ja Inzucht. Wenn wir jetzt gar nicht mehr schlachten wollen, was sie so sagt, ja, wir wollen nicht mehr schlachten. Was machen wir denn? Wenn ich jetzt nicht mehr schlachten würde, würde ich meine Tiere abgeben zu jemand anderem? Das könnte ich auch gar nicht mit meinem Herzen vereinbaren. Ich weiß ja nicht, wie der meine Tiere behandelt. Behandelt er meine Tiere so wie ich? Ist er dazu 150% hinter? Weiß ich nicht. Da kann ich nicht so mitgehen in der Sache. Das habe ich aber jetzt nicht verstanden. Deswegen lässt du sie lieber schlachten, weil du bräuchtest ja einfach nicht weiter Tiere zu züchten. Dann würden sie ja auch nicht immer mehr. Dann können sie ja bei dir leben, wenn es für dich so wichtig ist, dass sie bei dir gut leben. Ja, könnte ich auch. Aber es ist ja alles, na klar, schlachte ich die Tiere, weil ich mache ja eine Direktvermarktung. Klar werden dann bei uns auch die Tiere geschlachtet.
Aber jetzt, weil du ja meintest, man muss ja denn nicht weiterzüchten. Ja, was mache ich denn mit den Tieren, die jetzt, wenn ich jetzt nicht weiterzüchte? Ich habe jetzt Beispiel 15 Mutterkühe, züchte die nicht weiter und lass, ja, sie bleiben dann bei mir. Also guck mal, wenn dir jetzt jemand Geld dafür geben würde, dass du dich um diese 50 Kühe kümmerst, würdest du dann aufhören aus dem ganzen Züchten und Schlachten und so? Das wäre ja zum Beispiel schon mal eine Idee. Also ich finde eben, ein Tier hat nicht das Recht darauf, würdevoll geschlachtet zu werden, sondern es hat einfach das Recht darauf zu leben. Weißt du? Und wenn du sagst, du willst, dass die Tiere bei dir gut leben, das wäre ein wunderbarer Ansatz, dass du zum Beispiel einen Lebenshof für Rinder machst. Das fand ich nicht ironisch. Einfach nicht mehr weiter besamen, nicht mehr weiter züchten und diese 15 Kühe richtig gut leben können. Du hast das Know-how, wir würden eine Unterstützerin für dich finden und es würde keins mehr geschlachtet. Nein, ich wäre meine Direktvermarktung machen. Ich wäre, dass die Leute wegkommen, dieses Billigfleisch zu kaufen und wieder mehr schätzen, die Leute, die das machen, selber eine Direktvermarktung machen, wo es den Tieren besser, wo es den Tieren besser geht. Das ist doch der Endverkäufer, der jetzt das Fleisch kauft, der hat doch schon die Wahl, nehme ich die Massentierhaltung oder kaufe ich bei jemandem auf dem Bauernhof, der direkt seine Sachen vermarktet. Aber guck mal, du kennst doch die Leute selber, hast du gesagt. Dann gehst du zu denen hin und sagst, Leute, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich liebe meine Kühe. Ich will, dass sie gut leben. Kommt mich mal besuchen, ich zeige euch die Kühe. Nicht als Steak, sondern ich zeige sie euch als Kühe. Why not? Ich meine, du kennst sie doch alle. Ist jetzt nur ein Vorschlag. Ja, es gibt ja auch keine Perspektive für alle Tierhalter. Ne? Nein, aber er dann kann doch nicht... Würde selbst für deinen Fanclub sozusagen irgendwann die Menge der Unterstützer ausgehen, ne? Ja, aber er sagt, er bringt sie nur zum Schlachten, damit sie nicht woanders schlecht leben. Also ich denke, aus dem Dilemma muss ich raushelfen. Ja. Nein, das ist nicht das. Das wurde falsch verstanden. Aus dem Grund mache ich es nicht. Aber ich könnte nicht meine Tiere woanders hingeben zu jemandem. Ich weiß doch nicht, wie derjenige die behandelt. Die werden mit einem Transporter bei mir abgeholt und fahren dann woanders hin. Ich weiß doch nicht, wie viele Stunden die auf dem Transporter sind. Das kommt schon für mich gar nicht in Frage. Das könnte ich gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, so wie ich jetzt die Tiere halte. Ja, es ist eine andere Form der Landwirtschaft, ne? Und das ist eine andere Form von Angebot, die damit eröffnet wird und so weiter. Ich weiß, Pascal, du arbeitest ja hier auch mit der solidarischen Landwirtschaft zusammen, die bei uns in Mühlen ist und verkaufst darüber dein Fleisch letztendlich. Und das ist ja auch das ganze Thema Regionalität, ne? Ist das nicht auch etwas, was wir fördern müssen? Klar, Hila, du wirst sagen, wir müssen da komplett mit aufhören. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, können wir nicht trotzdem für das Wohl der Tiere mehr erreichen, wenn wir sagen, ja, wir müssen die Schritte gehen, um erstmal das zu fördern, was auch zu einer Verbesserung des Tierwohls führt. Und das wäre ja zum Beispiel das, was Pascal macht. Und das aktiv zu fördern, könnte zum Beispiel bedeuten, indem man eben regionale Produkte auch sichtbar macht, regionale Produkte wieder attraktiv macht für die Konsumentinnen und Konsumenten. Und der entscheidende Vorteil daran ist ja zumindest, dass die Konsumentinnen und Konsumenten überhaupt noch die Chance haben, zu wissen, wie wird das, was sie da kaufen, produziert? Wie werden die Tiere da gehalten, weil sie durch die Regionalität eben die Tierhalterinnen und Tierhalter noch eine Chance dazu haben, die Tierhalterinnen und Tierhalter zu kennen und auch zu wissen, wie sie ihre Tiere halten. Und das ist ja sozusagen, auch wenn ich das für dich richtig wiedergegeben habe, Pascal, eigentlich dein Ansatz, ne? Zu sagen, ich biete das regional an, ich baue noch eine Beziehung auf zu meinen Konsumentinnen und Konsumenten und mache das aber auch über sowas wie eine solidarische Landwirtschaft. Ja, genau. Genau so sehe ich das. Ja. Okay. Ich möchte, wir sind jetzt fast bei 2 Stunden, deshalb möchte ich, also es tut mir wirklich leid, dass ich es jetzt ein bisschen abwürgen muss, aber wir sind halt schon wirklich stark über der Zeit. Auch wenn es mir schwerfällt, möchte ich nun zu einer Abschlussrunde kommen, bei der jede und jeder noch einmal die Chance haben soll, ein Abschlussstatement abzugeben. Und damit es nicht ganz so offen ist, verbinde ich es auch mit einer ganz konkreten Frage an euch alle. Und zwar, was würdet ihr als erstes ändern, wenn ihr Landwirtschaftsminister oder Landwirtschaftsministerin wärt? Und vielleicht Miriam, du kannst den Anfang machen. Es war schwer, sich da für eine Maßnahme irgendwie zu entscheiden, ne? Also eigentlich am ersten Tag eine ganz lange Liste mit Erlassen, weil das am schnellsten geht, rausgeben an die Kreisveterinärämter, wie die künftig zu entscheiden haben.
Das könnte man vielleicht vormittags noch schaffen und nachmittags dann Förderprogramme auflegen, ne? Also A für solche Ausstiegsprogramme, aber B auch, ne, zum Beispiel, also wir haben dieses Thema Förderung von pflanzlichen Proteinen irgendwie ja noch gar nicht wirklich angesprochen. Da, als wir mal bei der Rügenwalder Mühle waren, haben die auch gesagt, ja toll, Beyond Meat hat jetzt Milliarden, mit denen sie arbeiten können. Wir haben eigentlich gar nichts und stehen da in Konkurrenz. Also wir brauchen für den Bereich Forschung da ganz viel Umstellungs- oder Anbauförderung und Beratung für Landwirte. Ja, und natürlich auch eine ganze Menge von Bundesratsinitiativen auf den Weg bringen, weil da natürlich auch wahnsinnig viel gemacht werden muss auf Bundesebene. Ja, also die eine Maßnahme... Hast geschummelt. Hila, du darfst länger drüber nachdenken, was ich wirklich als allererste und einzige Maßnahme machen will. Ja, schwierige Frage, ja. Aber sollte man sich vielleicht stellen, die Frage. Hila, du darfst weitermachen. Ich muss auch schummeln. Wie soll das gehen? Eine Welt, dachte ich mir schon fast. Eine Welt, in der ich Landwirtschaftsministerin wäre, die hat ja diese ganzen Diskussionen schon hinter sich. Die wollen ja, die essen ja eh keine Tiere mehr, verstehst du? Ich wäre dann nur noch für Rüben zuständig. Bitte? Das Thema Rüben ist auch nicht ganz einfach. Ja, genau, aber ich kenne mich mit Rüben noch nicht so gut aus. Also ich würde mich vermutlich in Rüben einarbeiten. Kinoide. Und in Permakultur und solche Sachen. Aber verstehst du, die Fragen, über die wir heute diskutiert haben, sind da, glaube ich, schon vorbei. Ich gebe mal an Pascal weiter. Pascal. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde erstmal halt auch machen, dass nicht mehr die Maststelle so finanziert werden. Und dann halt mit der Weidentierhalter würde ich mehr Projekte machen, dass man halt diese mobile Schlachtung mehr ins Leben ruft, dass das mehr gefördert wird. Aber das ist so eine lange Liste, die ich hätte. Also ja, es ist schwierig. Also ich würde da locker auf 10 Seiten kommen. Möchtet ihr vielleicht noch ein kurzes Resümee zur Veranstaltung ergänzen? Hat es euch denn allen was gebracht? Das würde mich nochmal interessieren. Hat es euch Spaß gemacht? War es interessant für euch? Das würde mich wirklich nochmal interessieren, von euch zu hören. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kenne Hilal ja auch schon länger, deswegen wusste ich ja auch irgendwie, was für Positionen sie vertritt, und das ich finde es auch völlig in Ordnung, das engagiert zu machen, und ich nehme es jetzt auch nicht persönlich oder so. Aber natürlich ist es nicht einfach, irgendwie in der Politik sozusagen, ne, die Wege zu finden und ja auch wirklich in der Realität dann was in der Tierhaltung zu ändern. Also ich finde, es ist auch eine wahnsinnige Herausforderung. Deswegen würde ich manchmal auch gerne noch ein bisschen mehr über das konkrete Einzelne diskutieren, als über die Grundsatzfrage, wo dann irgendwann auch mal die Positionen ausgetauscht sind und man dann vielleicht tatsächlich erstmal so nicht weiterkommt. Also es gibt wirklich viel, allein dieser Punkt Antibiotika in der Tierhaltung und was das alles für dramatische Auswirkungen für die Gesellschaft hat, wenn da nicht stärker noch eingegriffen wird, das sind wirklich viele Aspekte, und auch die Fragestellung, ja, wie nimmt man die Gesamtgesellschaft mit? Also es reicht ja nicht, nur die Taz-Leser irgendwie zu überzeugen, sondern man muss noch wirklich, also wie schafft man ein anderes Bewusstsein, und ja, also das sind, finde ich, auch Fragestellungen, mit denen man sich befassen muss, aber das machen wir dann mal in der Folgeveranstaltung. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Henrik, dass du es initiiert hast. Man merkt auch, dass das Thema, dass du wirklich für das Thema brennst, und für alle, die es nicht wissen, Henrik kandidiert ja für den Bundestag, und da bin ich mal ganz gespannt, was du als Bundestagsabgeordneter dann an deinem ersten Tag machst für den Tierschutz. Ja, da bin ich auch gespannt drauf, ja. Hilal, an dich auch nochmal die Frage, konntest du dann auch was Positives mitnehmen aus der heutigen Veranstaltung? Also eigentlich müsste man das ja die Zuhörerinnen fragen, weil, aber also ja, mir hat das Spaß gemacht, ich fand es interessant, ich
Ich finde es auch immer interessant, so von Landwirten zu hören, wie sie zu Tieren stehen und so. Und was mich aber natürlich wirklich irritiert, ist, wenn ich das, also ich werde ja jetzt schon gefragt, ne, aber diese, dass ihr jetzt immer von diesem Mitnehmen sprecht. Ne? Ich bin ja eine andere Generation als du, Henrik, ne? 1970. Also als ich studiert habe, dann irgendwann Philosophie, da war das so das Wort, was man als Sozialarbeiter immer gesagt hat. Man muss immer die Leute mitnehmen oder da abholen, wo die sind. Das wäre mir jetzt nicht so bewusst. Ich dachte, dass man als Politiker was gestalten will. Also, dass man eben was machen will, was man gut findet. Und nicht, dass man alle mitnehmen muss. Also, vor allem die Grünen. Aber gut, die Grünen sind jetzt auch in die Jahre gekommen und ihr habt sehr viele Prozente. Gratuliere ich euch. Aber gut, die Grünen waren mir jetzt nicht als die Partei bekannt, die eigentlich vor allem Leute mitnehmen will. Ja, sondern es war ja mal so eine Art Avantgarde. Und das, ehrlich gesagt, die Grünen, das Avantgarde sind ja auch nicht. Diktatoren sind wir aber auch nicht, liebe Hilde. Nee, es geht nicht um Diktaturen. Es ist ja, wir kämpfen in der Demokratie um Meinung, um Zustimmung und um Mehrheiten. Darum geht es. Ich habe nie gesagt, dass wir die Verfassung abwerfen oder bekämpfen sollen. Nein. Aber es geht darum, ob man eine bestimmte Meinung auch vertritt und dafür wirbt, ja, so, dass andere Leute sich ihr vielleicht anschließen. Darum geht es. Ja, und das finde ich so ein bisschen, also wenn immer, wenn ihr mitnehmen sagt, dann finde ich, dann stirbt irgendwo ein Baum. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also das fand ich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten finde ich es klasse, darüber zu reden und ja auch in dieser Vielfalt das dann immer wieder durchzuspielen. Ja, ja, ich glaube, das hast du tatsächlich auch ganz gut zusammengefasst, weil, also ich finde tatsächlich, ist es wichtig, viele Leute mitzunehmen und auch die auf, ich finde tatsächlich, ist es eine zentrale Aufgabe der Politik auch zuzuhören und sich hinter auch einem gemeinsamen Ziel zu vereinen, weil ich glaube, nur so kann man wirklich auch etwas bewegen, weil man braucht ja Mehrheiten und man braucht viele Leute, um ja am Ende wirklich auch für die Tiere dann irgendetwas zu bewegen, weil sonst funktioniert es letztendlich nicht. Deshalb aber, Pascal, an dich auch noch die Frage. Kannst du auch was heute mitnehmen, was Positives? Ja, ich kann was Positives mitnehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war meine erste Veranstaltung. Ich würde mich freuen, wenn noch weitere folgen, weil es sind ja noch so viele Themen, die offen sind, wenn man das absolut weitermacht. Ja, und ich würde alle herzlich mal gerne auf meinen Hof einladen und dass man halt sieht, wie wir das mit den Tieren machen. Da kann man auch nochmal, wenn jetzt Corona ein bisschen besser ist, intensiver darüber sprechen. Weil ich finde, ja, wie du schon sagst, man muss die Leute mitnehmen und den Leuten halt mehr zeigen, so was wir vorhaben oder was die Weidetierhalter vorhaben. Das würde ich mir wünschen und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wollten ja noch eine Veranstaltung für den Wolf machen und ja, es war top. Super. Ja, dann ganz lieben Dank nochmal für diese wirklich interessante Runde. Ja, wie gesagt, es ist jetzt schon rausgekommen, wie die unterschiedlichen Positionen sind. Ich glaube, das konnten wir heute gut herausarbeiten. Wie gesagt, der Ansatz von uns einerseits, wirklich viele Leute versuchen mitzunehmen, damit wir eben etwas bewegen können und für die Tiere erreichen. Ich glaube, wir konnten heute auch viele wichtige Fragen klären und ein Thema etwas mehr beleuchten, das eben gerade aufgrund der jüngsten Skandale auch wieder jede Aufmerksamkeit verdient. Und ich glaube eben gerade auch aufgrund dieser jüngsten Skandale ist es wichtig, dass wir da heute drüber geredet haben, weil es war mir doch deutlich zu wenig präsent in den Medien. Gerade auch das, was die Soko Tierschutz oder auch was auf dem Suezkanal mit den Tieren vor sich gegangen ist. Gerade deshalb war es wichtig, dass wir darüber geredet haben. Ja, und wie bereits anfangs gesagt, freuen wir uns natürlich über weitere Gesprächsangebote, Rückmeldungen zur Veranstaltung, Lob, Kritik, Einladung auf Höfe, wie Pascal es gerade auch geäußert hat, an info@grüne-giffon.de. Also schreibt uns gerne und das ist wirklich ernst gemeint. Also ich komme wirklich gerne auf jeden Hof hier im Landkreis persönlich und diskutiere und spreche mit euch, wenn ihr uns schreibt und uns das Gespräch natürlich anbietet und daran auch interessiert seid. Ja, ein ganz herzliches Dank nochmal an alle ReferentInnen, an die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an Steffi Manka nochmal, die das Ganze mitorganisiert hat und natürlich auch an Sebastian für die Arbeit hier im Hintergrund. Ich würde sagen, damit war es das für diesen heutigen Abend leider schon. Ganz herzlichen Dank und euch allen einen wunderschönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.